Willkommen zurück, Strix. Willkommen zurück. Ich habe mich am Wochenende nochmal hingesetzt und bei den HUD-Einstellungen noch ein bisschen was geändert. Nicht viel, weil ich noch nicht da bin, wo ich gehen möchte. Aber es sieht schon ein bisschen anders aus. War das Frühstück erfolgreich? Ja, naja, war eine Banane. Also jetzt nicht so erfolgreich. Mich haben die Katzen abgelenkt. Und eine Banane ist ja auch erstmal in Ordnung. Bin mal gespannt. Ja, also, ja, ne? Unser heutiger Plan besteht ja darin, wenn ich mich richtig erinnere, die Treppen hier hochzugehen, richtig? Wir wollen nach der Herr Rottger. Nee. Speak to the Graveyards, genau. Wir müssen über Ivarstedt zu den, nach Herr Rottger hoch. Wird spannend. Wird sehr spannend. Also ja, wie gesagt, ein bisschen das hat es anders. Da liegt jetzt auch ein bisschen der Chat drüber, ist halt egal, weil das ist eigentlich nur für mich, damit ich sehe, was ich ausgerüstet habe. Ich meine, ein bisschen sieht man es ja auch. Ich habe gerade nur das eine Schwert ausgerüstet. Dann oben links habe ich halt noch geändert. Man sieht die Jahreszeit, die Sonne ist, also die warme Jahreszeit und wie der Tagesverlauf ist, also welche Uhrzeit es ist. Und ich habe mir jetzt noch den Kompass auf ein Kürzel gelegt, damit wir den oben in der Mitte ab und zu mal haben. Da wird noch nicht komplett orientierungslos durch die Gegend laufen. Ich habe keine Pickaxe. Schade, schade. So, unser Plan ist es. Habe ich die INB-Einstellungen drin oder habe ich sie nicht? Ich weiß es nicht. Haben wir viel dafür? Also im meisten merkt man es mit dem HUD hier. Hier oben. Das sind ja so hübsche Icons. Hübsche, bewegliche Icons. Die fallen am ehesten auf. Genau. Können wir eigentlich umlegen, ist egal. Pellbunduli macht 15, genau, der macht nur 10. Ich habe chronisch zu viel am Tragen, wie immer. Hätte man eigentlich alles mal verkaufen gehen sollen. Chronisch zu viel Zeug, was ich mit mir rumschlepp. Ist bestimmt doch wieder Fleisch dabei, was ich loswerden kann. Ja. Droppen wir davon mal alles. Hier macht es wirklich die Masse. Ja, und schon sind wir ein bisschen leichter. Was ich noch geändert habe, ist, wir essen automatisch. Also wenn Hunger und Durst kommen, wird unser Charakter automatisch essen und trinken. Damit ich das nicht vergesse. Und den Keep It Clean, da habe ich jetzt erstmal komplett ausgemacht. Aber ich denke, ich mache ihn wieder an. Weil es ja doch sinnvoll ist, dass man dreckig wird, ne? Aber im Sinne von, es gibt nicht unbedingt einen Nachteil. Also ich bin dann zwar dreckig, aber ich fange dann nicht plötzlich an, unkontrolliert zu zittern und aus 20 Kilometern zu riechen.
Ich denke, das werde ich so wieder anmachen. Einfach damit man trotzdem die Immersion hat, dass man ab und an mal dreckig ist. So. Hier geht's hoch. Wo geht's denn da hin? Das weiß ich nämlich wirklich nicht. Wo geht's da hin? Sieht man das hier? So ein bisschen. Oh, hier hinten führt auch so ein Weg lang. Also wer weiß, wo es da hingeht bei den Bergen. Gehen wir jetzt aber nicht lang, weil wir wollen ja unserer Stimme folgen. Ich werde den Kompass jetzt noch mal kurz erstmal wieder ausmachen. Immer so viele Zombies. Hab ich? Shield? Ich hab kein Shield. Ich kann die eigentlich loswerden, oder? Weil du bist ja eigentlich wert und nutzlos. Du wiegst einfach nur viel. Das sind einfach drei Zombies. Da ist sogar eine Stufe 10 Zombie dabei, Mensch. Und noch einer. Wo kommen die denn alle her? Knack. Da ist er wieder, unser Schreihals. So kleine Automatismen bei eher weniger aktionreichen Dingen sozusagen. Ja, genau. Also ich finde, das stört auch nicht wirklich, dass ich da nicht alle 2 Minuten essen muss. Also selber ins Menü gehen muss. Und essen sollte jetzt nicht so aufregend schlimm sein. Ist ja dadurch jetzt nicht alles automatisch, was ich mache. Es ist ja nur, wenn mein Durst und mein Essen hochgehen, sucht sich mein Charakter im Inventar erstmal, ob ich noch Wasser habe. Und wenn ja... Oh, wie dreckig das Schwert jetzt ist. Unglaublich. Ich weiß auch nicht, was das Leuchten manchmal ist, aber es ist halt ein Modpack, Sachen passieren. Es wird schon wieder dunkel, das ist nicht gut. Es muss ja auch nicht zu realistisch sein. Ja, also ich finde, wenn das Spiel dann nervig wird wegen dem Realismus, macht es ja auch keinen Spaß mehr, ne? Oh, wir könnten auch den Weg hier gehen. Das ist gar nicht hier hinten lang. Wir können auch hier... Dort gibt es einen Weg. Gibt es dort einen Weg? Das sieht mir sehr kurios aus. Wir wollen ja Spaß am Spiel haben. Wenn ich einen Realismus-Simulator spielen möchte, spiele ich auch entsprechend einen Realismus-Simulator und nicht Skyrim. Da gibt es Bienen. Oh. Was? What? What? Es sind immer die Mages, die uns angreifen. Und immer, wenn es dunkel wird. Und wo kommen schon wieder die ganzen Zombies her? Meine Güte. Fangen ja sind ja... Oh. Oh. Sind das vielleicht Zombies von Leuten, die wegen dieser Geschichte mit Imperiale gegen Nord und so? Gegen Stormcloaks? Dass das Zombies sind, die halt gefallen sind in diesem... In dieser Streitigkeit, die diese zwei Völker haben. Noch mehr Zombies, befürchte ich. Ich möchte aber diesen Dude looten. Dankeschön. Ich möchte nicht warten. Nein, ich möchte den Dude looten. Ich mag den Typen immer noch nicht. Ja, komm, jetzt sei doch nicht so.
Vielleicht hat der dich ja ganz lieb und du bist dann, ne? Der ist einfach nur ein bisschen anders. Du musst ihn einfach nur akzeptieren, wie er ist. Aber ich werde auf jeden Fall die Musik ein bisschen leiser machen. Musik, da. Sagen wir hier. Hallo? Der ist wahnsinnig und schreit rum. Ach komm, so schlimm ist es nicht. Aber wir können ihn zumindest ein bisschen leiser machen, glaube ich. Voice. So. Erstens blastet uns jetzt erstmal die... Jetzt habe ich Sachen gedrückt. Die Dingens blastet uns nicht mehr die Ohren weg. Die Musik, denke ich mal. Ja, wer wird uns jetzt noch angreifen? Ihr seht schon wieder Sachen. Noch mehr Zombies. Oh, der wurde gleich mit umgebracht, obwohl er eigentlich ein unschuldiger Warrior ist. Unlucky. Oh, er hat eine Torch, die nehmen wir mit. Bisschen unlucky, dass jetzt er Mitch gestorben ist. Aber was soll man machen? Die hat nicht mal mehr, die hat nicht mehr, Muskeln an ihrem Bauch. Ja, sieht man. Die Rippen. Vielleicht sollte ich den Stream mal auf 18 plus stellen oder sowas, wenn ich das Modpack spiele, glaube ich. Strax hat seinen Spaß auf jeden Fall. Oh, wer rennt denn da oben rum? Achso, das ist eine Festung vom Feind, hä? Schwierig. Wie Sie sehen, sind sie nicht sehr viel. Die Fackel hilft jetzt auch nicht wirklich. Nehmen wir mal die Blumen mit. Soll ich eigentlich die Musik immer noch zu laut? Soll ich sie noch weiter runter machen? Weil bei mir geht's jetzt eigentlich, aber das liegt ja auch an meinen PC-Einstellungen. Der Himmel sieht wahnsinnig gut aus. Oh ja. Der sieht richtig gut aus. Also der Himmel selbst kommt tatsächlich durch den ENB, glaube ich. Und die Wolken sind ein eigener Mod, soweit ich gesehen habe im Pack. Hier ist ein Wasserfall. Spannend, spannend. Dort hinten ist eine Lichtquelle. Haze in oh, das heißt, es regnet bald wieder. Wir haben hier irgendwo einen Wolf. Ich kann ihn zumindest hören. Irgendwo links von uns. Ah, jetzt zieht sich alles schon zu. Hallo? Was machen zwei Norddamen mit einem Imperial auf der Straße? Das ist eine ganz merkwürdige Begegnung. Man sieht gerade ganz wenig, ne? Ist leider Nacht. Genau, ich kann zumindest mal kurz beten. Dann wird nämlich... das schlechte Wetter zumindest aufgehoben. Unsere Torch ist jetzt auch schon leer. Die Darkwater Carriage, okay, okay. Was ist denn hier? Darkwater. Ich glaube... hier sollen wir, glaube ich, gar nicht rüber, oder? Was sagt die Karte? Ach komm, wir sind ganz weit weggelaufen.
Wir sollen nämlich nicht dorthin. Wir müssen... Wir hätten da hochgemusst. Okay. Wir müssen ein Stück zurückgehen. Warte mal kurz, damit wir wieder was sehen im Stream. Ist ja sonst doof, wenn es so dunkel für euch ist. Ey, jetzt sei nicht so. Orientierung ist nicht meine Stärke, okay? Genau, jetzt haben wir nämlich automatisch gegessen und getrunken. Ach, das sieht so schön aus, oder? Hier mit dem Morgenlicht und dem Berg da hinten. Das ist ein wunderschönes Panorama. Hast ja nur einen Kompass eingeblendet. Das ist ja nur für die grobe Richtung. Ich kann ja nicht straight hier geradeaus laufen, Strix, ne? Du siehst ja, das geht ja hier ganz curvy alles. Hier. Das ist nicht straight geradeaus laufen. Absolut, ja, es ist amazing, was möglich ist. Allein dieser Ausblick hier. What do you want, little elf? Ich möchte gar nichts von dir. So, dieser Ausblick mit dem Berg dort hinten. Im Morgenlicht ist genial. So, jetzt müssen wir nur den Weg hier hochfinden. Wo geht's denn hier nach oben? Ist das hier der Weg? So ein Trampelpfad. Ist kein Wunder, dass ich den im Dunkeln nicht gefunden habe. Ist ja ein Trampelpfad. Wie soll man den denn finden, Mensch? Hier kommt langsam die Sonne durch. Auch schön. Einfach so schön. Einfach mal warten. Oh ja, ich bin noch in der Dingens drin. Haben noch mal gewartet. Das leider kommt halt vor. Man hängt kurz in irgendeiner Animation oder so fest. Ich habe dafür noch keine Lösung, muss ich zugeben. Aber ist normal. Das ist halt ein Overloaded Modpack und ich habe jetzt nicht mehr so die Ahnung, um das Troubleshooting zu betreiben. Aber es sind Kleinigkeiten. Oh, hier ist auch nochmal eine schöne Aussicht. Das muss man einfach mal wirken lassen, oder? It's beautiful. Kann ich nicht mitnehmen. Ich kann leider nicht alle Blümchen mitnehmen, die ich hier finde. Schade. Es gibt mir wieder Lust zu wandern, muss ich zugeben. Ich bin ja im Urlaub immer gerne unterwegs. So ein bisschen durch den Wald spazieren gehen, wenn es ruhig ist, ist sehr angenehm. Ja, die Beeren können wir bestimmt mitnehmen, genau. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen zu speichern. Schon erstaunlich, wie detailliert und realistisch heutige Spiele sind. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass das Spiel selbst ist ja schon 11 Jahre alt. Also das sind ja Mods mit halt fotorealistischen Texturen und sowas. Aber allein schon, die Texturen sind ja eine Geschichte, wenn es ums realistisch Aussehen geht, ne? Aber das Licht macht so viel aus. Wenn man diese EMBs nicht hätte, die diese Lichtstimmung machen, würde das auch nochmal ganz anders wirken. Es wie zum Beispiel Minecraft, ne? Wenn du bei Minecraft einen Shader installierst, ist das schon ein ganz anderes Spiel von der Qualität. Und da hat sich eigentlich grundsätzlich nichts geändert, außer die Lichtverhältnisse. Ja, Blümchen und Pilze, Blümchen und Pilze. Das, was man macht, wenn man im Wald spazieren geht. So,
so der leichte Nebel, weil dort eine Wasserquelle ist oder so. Das ist genial einfach. Ich glaube, hier ist sogar ein Wasserfall, oder? Genau, da ist ein Wasserfall. Da. Dadurch hier die Nebelschwaden, die leichten. Oder Dunst. Ist ja eher Dunst. Kein Nebel. Meine Leute gehen einfach weiter ohne mich. Jetzt brauche ich nur noch eine bessere Grafikkarte irgendwann, wenn die bezahlbar ist. Und dann kann ich das auch besser, flüssiger laufend spielen. Ein Schaf. Oder eine Ziege. Oh, hier könnte man runterfallen. Hier ist ein schöner Ort, wo man baden könnte. Schön. Also hier ist schön. Wirklich schön. Das sind ganz andere Bäume. Sehr cool. Achso, das ist nur ein Fuchs. Okay, ich habe nichts gesagt. Es waren nur Füchse. Erstmal erfehlen werden. Ja, dafür müsste ich mehr Leute ansprechen. Ich glaube, dann dürfte ich vom Charakter nicht so entspannt und ruhig sein, sondern müsste mehr so aberwitzig laut sein. Damit ich Leute anspreche. Was bist du denn? Kanis Root. Das klingt nach Wolf. Oh Gott, das ist kein Wolf. Ach, Gott sei Dank habe ich die Leute bei mir. Es ist ein Cooked-Saber-Cat-Stick geworden. Das war vorher raw. Das ist einfach jetzt geguckt, weil der verbrannt ist. Wie cool ist das denn? Sehr witzig, oder? So, müssen wir denn jetzt hier weiter dem Fluss lang? Genau, wir müssen jetzt hier komplett gerade einfach nur noch. Ich glaube nicht, dass ich hier fehlt werden könnte. Und selbst dann muss ich ja schauen, weil du unterschreibst ja quasi einen Vertrag. Und dann muss man ja eigentlich Impressum und sowas angeben. Und ich möchte eigentlich nicht rausgeben, wo ich wohne, um ehrlich zu sein. Und außerdem müsste man dann ja erstmal Leute haben, die einem Geld geben möchten. Und als Affiliate kriegst du ja auch nur so und so viel Prozent. Wäre es vielleicht sinnvoller für mich, irgendwann einfach mal vielleicht ein PayPal oder sowas zu erstellen. Wenn jemand Lust hat, mich zu unterstützen. Weil dann könnte ich auch entsprechend mir die ganzen Stories bei Guild Wars holen. Und ja, einfach halt eine bessere Grafikkarte und sowas. Ne? Aber dafür muss halt auch entsprechend Geld da sein. Außerdem ist es ja eigentlich ein Hobby und nicht dafür da, dass ich Geld bekomme. Naja, aber dann kommt doch ganz plötzlich dieses Twitch-Money, von dem alle reden. Ja, dann ist man, über Nacht wird man dann Millionär. Was ist das denn hier? Speichern mal kurz. Dicke Villen, Geld ohne Ende etc. Ja, genau. Und dann wird man ganz schnell ganz abgehoben. Und eigentlich organisiert man sich jemanden, der für ihn einen selbst streamt. Man redet nur noch, jemand anderes spielt. Oder man schaut sich halt nur noch Reactions an. Das ist nur mal ein ganz eigenes Thema. Persönlich finde ich den Content nämlich gar nicht mal so gut, wo sich Leute einfach nur ein Video anschauen und darauf reagieren. Hier hat mal jemand gewohnt, hm? Oder... Das ist so eine kleine Hütte hier einfach. Oh, schau mal. Das ist eine Chest, die ist leer. Können wir Sachen reinpacken.
Achso, das hier ist ja besser, genau. Dann können wir das wegpacken und das wegpacken. Also theoretisch ist das alles Geld wert, aber ich weiß halt nicht. Wo, wenn wir in der Stadt sind, können wir bestimmt anfangen sagen, oh, das können wir alles theoretisch mitnehmen. Use Fireplace. Ah. Oh, wie gemütlich das gleich ist. Achso, dann kann man den aus- und anmachen. Hat man so Salz. Und ein Anvil hat man auch. Kann er da gerade nichts Sinnvolles machen? Weil ich die ganzen schweren Ressourcen abgegeben habe. Wir könnten uns ein Backpack machen. Auf jeden Fall machen wir den. Bisschen Leder braucht man immer. Genau, mehr können wir eh nicht machen, ne? Kann ich nachvollziehen mit dem Affiliate. Ich glaube aber, dass du auch als Nicht-Affiliate schon ein Support-Spendenkonto haben kannst. Muss dann halt nur die steuerlichen Bedingungen erfüllen. Ja, also wenn ich, sobald ich Geld einnehme, selbst wenn es Geschenke sind, in Anführungsstrichen, also selbst wenn ihr zum Beispiel meine Steam-Wunschliste hier verlinken würde auf dem Twitch-Profil und irgendjemand würde mir dann von der Steam-Wunschliste so ein Spiel schenken. Theoretisch, weil das über die Twitch-Plattform beworben wurde, diese Liste, und ich das dadurch geschenkt bekommen habe, muss ich das schon angeben. Genau, das muss dann versteuert werden. Selbst meine Amazon-Wunschliste und sowas, wenn mir Leute was schicken würden von meiner Wunschliste auf Amazon, das sind alles Sachen, die müssen versteuert werden, die muss ich angeben. Weil ich muss die dann versteuern. Das heißt, ich müsste erstmal ein Gewerbe anmelden. Ein Einzelgewerbe. Okay, wir haben leider nichts da, um das zu machen. Da ist nichts weiter drin. Da ist auch nichts weiter drin. Das ist sehr gemütlich. Wir machen mal das Feuer wieder aus, wenn wir weitergehen. Und wir können uns den Ort hier merken. Wir können ja mal reingehen. Würdest du das machen? Ja, also ich habe mal drüber nachgedacht, dass wenn das jemand tatsächlich hier irgendeine Art von möglichem Einkommen abwerfen sollte, obwohl es nur ein Hobby ist, würde ich definitiv sofort ein Gewerbe anmelden, weil Gewerbesteuer und sowas zahlst du ja nur, wenn du so und so viel Gewinn im Jahr machst. Also du musst dann zwar immer eine Steuererklärung machen und alles offenlegen. Ich meine, also jedes Geschenk, was man bekommt und sowas. Da ist Deutschland sehr kompliziert, muss man zu sagen. Das muss man ja zwar alles offenlegen, aber dann wird geschaut, wie viel Gewinne du machst. Und dann wird entsprechend geschaut, ob du Steuern zahlen musst oder nicht. Also Gewerbsteuer. Und in den meisten Fällen zahlst du keine Gewerbsteuer, weil also als nebenberuflicher Gewerbsinhaber, sag ich mal, in dem Falle, weil du einfach nicht genug Einkommen im Jahr hast. Es müssen nämlich schon so ein paar tausend sein im Jahr. Ich weiß nicht genau wie viel, aber da komme ich bei Weitem nicht hin. Also würde ich wahrscheinlich bei Weitem nicht hinkommen, weil mich zu wenig Menschen kennen. Und ich auch nicht aktiv drum bitte, Sachen zu bekommen. Aber ich würde das machen, einfach auch, dass ich gesetzlich abgesichert bin. Also du kannst auch, nachdem du deine ersten Zahlungen bekommst, hast dein Gewerbe noch anmelden. Ich glaube, mit einem Jahr Zeit oder so, ein oder anderthalb Jahren Zeit, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Wo sie noch sagen, ist in Ordnung, dass du das so später angemeldet hast. Gerade wenn du halt noch nicht weißt und sowas. Musst es halt begründen, was hier alles drin ist. Oh, da geht es sogar noch runter. Die kommen, der sieht hübsch aus. Wir nehmen den. Und also das würde ich auf jeden Fall machen, einfach, dass ich abgesichert bin, falls doch mal jemand Fragen hat. Fand ich nämlich auch kurios, weil Anna hat auch kein Impressum drinstehen. Und einige Streamer haben
kein Impressum drin stehen, obwohl die alle Affiliate sind. Manche sogar Partner. Wundert mich, weil wenn dann mal eine Frage ist, kann das echt teuer werden. Weil du bist gesetzlich dazu verpflichtet, ein Impressum anzugeben. Eigentlich müsste ich jetzt zum Beispiel schon ein Impressum angeben, weil ich eine Person im öffentlichen Raum bin jetzt in dem Sinne, weil ich ja live streame. Hier ist überall... Ach, das ist so ein Haus für mich einfach, ne? Dann kann ich hier alles Zeug lagern und einfach hier leben. Ach, wie cool. Special Meal. Wie viel Liebe da reingesteckt wurde, das zu dekorieren, bitte. Mit Schlüsselhaltern sogar. Oh. Und ein Arbeitszimmer. Die ist gruselig, die Mannequin. Spannend. Ich meine, würdest du das nicht machen, Strix? Also ein Gewerbe anmelden, wenn du dann plötzlich Einkommen hättest? Oder hast du dich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt? Ring of Riches? Gains 15 Soul Energy when a living foe dies. Granting this burst power 1000 Soul Energy. Enchanting. Disenchanting. Ah, ich kann von dem hier den Kram klauen. Pickpocket chances are high. Ja. Das mache ich ja nicht auch mal. Über eine Ruby Glaze. Kann ich hier was. Habe ich was, was ich hier draufpacken kann? Nein, schade. Habe ich irgendwas, was ich hier drauf? Soul Harvest. Maximum Health Points ist immer eine gute Geschichte. Ich würde den schauen. Aber du beziehst ja noch keine Einnahmen. Es gibt dazu einen total interessanten Podcast mit dem YouTuber-Streamer Leos Mind, der sich mit dem Thema an einen Steuerberater gewandt hat. Ich schicke dir den Link mal per Discord. Kannst du machen, wenn du möchtest. Ich glaube, ich kenne sogar den Podcast, den du meinst. Aber der hat, der Steuerberater hat doch auch gesagt, das ist eher so eine Grauzone. Es wäre grundsätzlich immer besser, vorher das Gewerbe anzumelden, um auf der sicheren Seite zu sein. Bei Kindern wäre es so eine Sache, weil man, da kann man immer noch über die Eltern gehen und sagen, die schenken dem das als Taschengeld oder so, bei kleinen Summen wie 20 Euro oder sowas. Und da schaut am Anfang auch noch keiner, wenn es nur so einmalige Geschichten oder sowas sind. Gerade weil du ja am Anfang ja gar keinen Einfluss darauf hast, wenn dir random mal jemand plötzlich donatet oder sowas. Ich könnte die... Das kann ich hier... Ich habe nichts, was ich auf Waffen oder so drauf machen kann, ne? Na gut. Das ist bestimmt auch leer. Interessant. Würde ich auch machen, lieber einmal etwas zu viel anmelden, als zu einmal zu wenig, vor allem in Deutschland, weil sonst hauen sie dir irgendwelche Kosten noch hinterher, weil du zu spät dran warst oder sie haben hier irgendwo einen anderen Grund gefunden. Es ist gerade in Deutschland, sollte man einfach sowas lieber zu früh anmelden als zu spät. Ich meine, das sind, je nach Stadt kostet es ja auch unterschiedlich viel, dieser Gewerbsschein. Sort Items. Ich verstaus das einfach. So wird es jetzt einfach automatisch eingespeichert. Ist ja auch cool. Und den Backpack will ich auf jeden Fall aufsitzen.
Ah, okay, der weiß nicht, wo er die Dinger hinpacken soll. Ist in Ordnung. Habe mir OBS etc. zwar alles schon so eingerichtet, dass ich sofort streamen könnte, beziehungsweise ich habe sogar schon gestreamt, das waren aber eher mehr so Teststreams ohne wirkliches Konzept oder so. Hab mir die Videos von Leos Mind und Nielsen angeschaut und dann einfach mal das nachgebaut, was die in deren Videos zeigen, und ehe ich mich versagt, konnte ich streamen. Ja, das Grundprinzip ist ja auch gar nicht so schwierig, ne? Man braucht halt ein kleines Setup und dann geht das eigentlich alles von alleine. Hier sind ganz viele Wohnräume überall. Das ist sehr spannend. So, ich wollte meinen Rucksack aufsetzen. Bäm. Habe ich den Rucksack jetzt auf? Cool, ich habe jetzt den Rucksack auf und da hängt so eine Torch dran, eine Woodcutter's Axe. Sehr cool. Ja, ich meine, man kann ja streamen, ne? Aber man sollte halt immer im Hinterkopf behalten, wie die Regelungen dafür in dem Land sind, in dem du bist. Und Deutschland ist dann nun mal sehr, sehr streng. Ich habe mein eigenes Bad hier. Kann man sogar scheinbar sitzen. Da ist ein Chair irgendwo. Warm and smells regular flowers. Okay, okay. Es gibt uns scheinbar einen kleinen Buff. Ich sehe nur gerade keine Seife, aber wir können ja mal Seife. Wir haben doch Seife da. Ah, I cannot do that with I'm single. Wir können mal die Seife benutzen. Habe aber momentan nur einen Monitor und derzeit auch keinen Platz oder Lust mehr, einen zweiten zu holen. Ich persönlich würde vermutlich den Affiliate-Vertrag nicht mehr annehmen. Ja, das glaube ich nämlich auch nicht, dass ich das machen würde. Es bringt halt den... ich bin in irgendeiner Animation gefangen. Es bringt halt den Vorteil, dass du deinen Leuten, also deinen Followern und so, die Möglichkeit bieten kannst, mit Bits Sachen zu machen. Und du kannst Emotes freischalten, so. Aber was dich vertraglich da alles so Newsletter, okay, will ich vielleicht lieber nicht. Also, was da vertraglich alles dahinter steckt und du hast ja am Ende keine Absicherung und sowas. Würde ich auch zweimal drüber nachdenken. Weil man muss ja auch bedenken, du bist volljährig im Normalfall. Und du gehst halt einfach einen Arbeitsvertrag ein dort. Ne, mit Verpflichtungen und allem und... Es wird schon wieder windig, ja? Ein Sturm zieht auf oder so. Das Problem ist halt, dass dann Konsequenzen auf dich zukommen, wenn du etwas falsch machst. Und als Affiliate bist du ja auch nicht abgesichert, wenn es um so Geschichten geht mit Leute wollen ihr Geld zurück oder sowas. Hier hat man sogar einen kleinen Stall, wenn man so ein Pferd hat oder sowas. Hinten ist irgendein Banner. Wie macht das Banner da drüben irgendwie Sorgen? Ich bin halt echt zwiegespalten, wenn es um Affiliate-Themen geht. Weil der Vorteil ist, ja, du kriegst Emotes. Ja. Oh oh. Du kannst Geld theoretisch verdienen. Und. Ja, das weiß ich doch alles schon. Und es gibt halt. Oh Gott, der ist Level 14. Möchtet ihr vielleicht angreifen? Okay, ihr möchtet ihn nicht angreifen, sehe ich gerade. Geht doch. Und ich bin ja jemand, ich möchte halt streamen, worauf ich Lust habe. Und wenn dann plötzlich ich mich quasi davon abhängig mache, dass mir halt genug Leute zuschauen, dass mir genug Leute Bits holen und Abonnements und hast du nicht gesehen,
Dann nimmt das auch den Spaß weg und dann gibt es eine innere Verpflichtung, Content zu machen, den Leute super interessant finden und weiß ich auch nicht. Ich möchte halt das machen, worauf ich Lust habe. Es ist halt ein Hobby. Grundsätzlich finde ich Streaming ja ganz interessant, aber wenn ich mir die Spiele anschaue, die ich gerade spiele, beziehungsweise überlege, welche Spiele mich momentan interessieren, dann lohnt es sich für mich nicht. Wieso? Ich meine, ich spiele ja auch Spiele da, wo es sich nicht lohnt, sage ich mal. Es ist ja egal, was für Spiele du spielst. Weil wenn du nur streamst nach dem Motto, welches Spiel beliebt ist, hast du ja eh keine Zuschauer, die wegen dir bleiben. Die sind ja weg, sobald irgendwas mal nicht passt. Ich sollte vielleicht den Hut mal aufsetzen, ne? Kann nicht schaden. Die haben alle Sachen, die sind nicht wirklich besser als das, was ich habe, ja. All hail the Stormcloaks. Captain, there have been multiple complaints about attacks near the river northwest of the rift. We could use some more civilian support from that area for the war effort. So send a few men to investigate. It's probably just a couple of wolves, so you only need to send at most 2 men. Happy hunting, the true sons and daughters of Skyrim. Ja, das ist nicht so gut ausgegangen, würde ich sagen. Es war ein Troll und diese 2 Männer sind tot. Ich spiele seit bestimmt 4 Jahren nur Guild Wars 2 und Guild Wars und The Forest. Die Metro-Reihe habe ich mir neulich mal gekauft, aber momentan auch keine Lust, die zu spielen. Ja, muss man halt schauen. Also ich spiele ja auch alles Mögliche, ne? Also es ist von Zelda über Mario, über Sachen wie die Elder Scrolls-Reihe oder Guild Wars 2, was ich ja jetzt wieder angefangen habe. Oder so Geschichten wie Hellpoint zum Beispiel, was ich jetzt demnächst anfangen möchte ordentlich. Oder Hollow Knight oder Seasons After Fall. Das sind ja alle Spiele, die haben überhaupt nichts genremäßig miteinander zu tun. Ne? Ich spiele ja alles Mögliche. Und somit biete ich schon ein ganz schlechtes Konzept für Streaming. Einfach, weil ich ein Rarity-Streamer bin. Und am Anfang, wenn du klein bist, brauchst du ja Leute, die dich schauen, die zufällig auf dich stoßen. Also stoßen die auf dich wegen des Spiels, nicht wegen dir. Ich bin kurz AFK. Okay, bis gleich. Das wäre mir sowieso egal. Ich spiele das, was ich euch anspreche, und nicht das, was einfach die anderen Streamer spielen. Eben. Das ist ja das, was du machen solltest. Spielen, worauf du Lust hast. Chimavandium, okay. Ancient Tales of the Dwemer. Oh, das sind die Storys zu den Zwergen. Interessant. Ja, bau du mal dein Zeug da ab. Schwierig, da war hier einfach ein Troll am Start. Hier ist noch so eine komische Root. Ja, wir haben erstmal Tee getrunken. Kommen wir denn dann hier überhaupt lang, ist die Frage. Ja, wir sind sogar auf der richtigen Seite vom Fluss noch, das ist gut. Okay, das heißt, das ist nur ein Fuchs, das ist in Ordnung. Dann gehen wir mal hier den zugelaubten Weg entlang und beten auch noch mal eine Sekunde. Damit nämlich das Wetter gleich wieder besser. Ach, die Berge, es ist so schön einfach. Eine große, große Brücke. Das ganze Laub macht es einfach so schön bunt und lebendig hier. Das ist Wahnsinn. Immer noch mehr Blümchen. Blumen sind ganz wichtig, gerade wenn ich doch irgendwann mal meine Hände an der Laterne ranbekomme.
Beaver's Dead discovered. Okay. Ach, wir sind da, wo wir hin müssen. On your way up the 7,000 steps again, Clivic? Not today. I'm just not ready to make the climb to High Hrothgar. The path isn't safe. Aren't the Greybeards expecting some supplies? Honestly, I'm not certain. I've yet to be allowed into the monastery. Perhaps one day. Sind mal alle klatschnass durch den kurzen Regenstau. Hallo, wer sind Sie? Passing through on your way to High Hrothgar, about to make a delivery up there myself. Ich kann sie nicht genau sehen, da ist so ein Busch in ihrem Gesicht, so. So, wieder da. Sorry, wollte dich nicht unterbrechen. Du warst bei Verity Streams. Also, ja, also, ich wäre ja quasi ein Verity Streamer, weil ich halt streame, worauf ich Lust habe. Und ich ja auch zum Beispiel mit dem Konzept im Kopf spiele sonntags oder samstags, einen der beiden Tage, muss ich halt mit meinem Partner nochmal abklären, gegebenenfalls einfach einem Story-Spiel zu widmen. Also, oder so einen Rarity-Tag draus zu machen, sodass ich zum Beispiel sage, Sonntag ist Story-Tag und dann würde ich da halt einfach Story-Spiele durchspielen, auf die ich Lust habe. Wie zum Beispiel Senua's Sacrifice, was ich die ganze Zeit schon rumliegen habe und sogar installiert, weil ich das unbedingt mal spielen möchte. Oder andere Story-Spiele einfach. Wie The Witcher 3 ist ja quasi auch ein Story-Spiel, auch wenn es ein RPG ist. Aber du bist da ja sehr geradlinig mit deinem Charakter unterwegs. Und das sind... Du hast ja, sowieso, also wenn du Rarity streamen möchtest, machst du das ja wirklich nur als Hobby und nicht das Geld deswegen. Weil am Anfang, wenn du klein bist und dich kennt ja keiner, dann klicken dich die Leute des Spiels wegen an, welches du an dem Tag spielst, und die hoffen, die sehen das immer wieder bei dir, weil die halt Interesse an diesem einen Spiel haben. Und nicht an dir als Person, weil dich kennen sie noch nicht. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz praktisch, dass ich mit Guild Wars jetzt angefangen habe, hauptsächlich. Weil das ist halt, das spricht halt Leute an und da hat man sehr lange was von. Das heißt, ich kann das regelmäßig bringen und ich baue mir so meine 5 Leute auf, die halt regelmäßig bei mir schauen, ne? Und die lernen mich dann irgendwann kennen und bleiben nicht nur wegen Guild Wars hängen, hoffe ich doch, sondern einfach wegen meiner Art. Weil ich eine relativ angenehme Art habe, relativ ruhig bin, wie mir ja gesagt wurde. Und wenn die Leute dann da sind, nicht mehr nur wegen des Spiels, sondern weil sie merken, dass ihnen meine Art gefällt, dann kann ich halt auch eher damit anfangen, andere Sachen zu spielen, ohne dass mir die Leute wieder abhanden kommen, ne? Weil die bleiben dann vielleicht auch einfach da, weil sie halt mit mir reden wollen. So wie du zum Beispiel Elder Scrolls gar nicht kennst, aber trotzdem mit mir kommunizierst. Und sowas muss man sich halt erstmal aufbauen. Also von Anfang an jeden Tag ein anderes Spiel zum Beispiel spielen, weil heute habe ich halt Lust auf Skyrim, morgen Lust auf League of Legends und übermorgen würde ich gerne einfach Guild Wars spielen. Ist halt schwierig. Aber das geht halt sehr, sehr schnell. Würde ich sagen, also ich bin begeistert, dass ich überhaupt schon ab und an mal mehr als 2 Zuschauer habe oder so. Also dass das relativ schnell geht, wenn man bedenkt, wie kurz ich erst streame. Das relativ würde ich durch total angenehm ersetzen. Ist das so? Na, wenn das der Eindruck ist, kann ich ja nichts dagegen sagen. Klimek ist das. Anything you can tell me about High Hrothgar? I've been to the monastery many times, but I've never even laid eyes on one of the Greybeards. Not that I'd care to. Being masters of the Thuum, they could kill you by uttering a single word. Ach Gott. Well, not that they would. They seem peaceful, but I wouldn't want to provoke them. Oh, also die können mich mit ihrer Kraft der Stimme einfach weghauen. Das ist natürlich nicht so angenehm. Hackt der jetzt einfach rechts von uns Holz irgendwo, wenn wir hier Gespräche führen wollen? Das ist auch gemein. What types of deliveries do you make to the High Hrothgar? Food supplies like dried fish and salted meats. You know, things that keep fresh for a long time. The Greybeards tend not to get out much, if you catch my meaning. And in return? Well, it's kind of an understanding between us. I mean, it just wouldn't feel right to charge them for a bit of preserved food. Das stimmt natürlich. My legs aren't what they used to be. Climbing the 7,000 steps takes its toll. Oh, 7,000 Stufen, na, da müssen wir auch noch hoch. Ich kann das für dich übernehmen, really? Ich muss eh hoch. Well, that would be kind of you. Here, take this bag of supplies. At the top of the steps, you'll see the offering chest. Just leave the bag inside and you're done. Also zum Beispiel, du Strix, weißt, dass meine Art quasi total angenehm kommt, um jetzt deine Worte zu nutzen. Und
Du bist dann wegen meiner Art hier, weil du halt auch gerne einfach mit mir dann kommunizierst. Und die Dame von heute Vormittag mit Guild Wars hat ja auch gesagt, sie findet meine Art total toll, obwohl sie das Spiel gar nicht kannte, was ich da spiele. Aber wenn die Leute nur reinklicken, weil die sehen, oh, du spielst gerade dieses Spiel, und dann sind die 2 Minuten drinne, maximal 3 Minuten, und in den 3 Minuten denkst du mal gerade nach oder sortierst dein Inventar oder ähnliches, dann sind die ganz schnell wieder weg. Und die interessieren sich dann halt nicht an dir, sondern es gibt mittlerweile einfach zu viele Leute, die Streams halt einfach schauen, weil die Hardcore-Gameplay sehen möchten oder sowas, obwohl das voll uninteressant ist, zumindest für mich. Aber da haben wir ja auch schon mal im Stream drüber gesprochen, über das Thema mit den Raids und sowas, dass man sowas eigentlich nicht gut streamen kann. Außer es ist ein Lern-Raid. Ich persönlich schaue Streams, um abzuschalten und unterhalten zu werden. Ich auch. Also wenn ich Streams schaue, weil ich die halt nebenbei laufen lassen möchte. Ich mache da so mein Ding und lasse die nebenbei laufen. Oder wenn ich koche zum Beispiel. Ich bin ja so quasi Lurk-Meister in anderen Streams. Also wenn ich wirklich mal Fragen habe, wie zum Beispiel Elder Scrolls Online, habe ich durch den Sale, der da mal kurz war während der Free-to-Play-Woche, habe ich damals noch bekommen. Und somit habe ich jetzt das Hauptspiel. Und Elder Scrolls Online habe ich versucht zu streamen in der Free Week. Aber da war dann zum Beispiel auch einer dabei, der unbedingt schnell noch den Dungeon machen wollte. Der wollte mich ganz schnell in dieses Verlies reinbringen. Und mein Plan war ja eigentlich zum Beispiel einfach mir die Map anzuschauen und sowas. Und dann, ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Und ich fand das alles ein bisschen unangenehm, wenn du dann solche Leute drin hast. Und der hat mir dann auch den Dungeon nicht erklärt. Der hat mich einfach nur durchgezogen und gut war. Und da sind halt alles so, das ist so die Kategorie Zuschauer, die man leider sehr häufig hat. Die wollen nur ganz schnell entweder geil Mädel im Stream, weißt du? Muss man irgendwelche komischen Kommentare abgeben oder ähnliches. Oder man möchte halt einfach schauen, dass man einfach mal in einem Stream vorkommt oder sowas. Gibt's ja auch. Oder Leute, die halt einfach nur rushen wollen, weil sie den Content sehen wollen. Sie wollen unbedingt den Raid sehen, den du machst. Oder die wollen unbedingt sehen, dass du ein Verlies machst. Obwohl du aber jemand bist, der einfach gerade Level 5 ist und froh ist, dass er die Quest mitbekommen hat, die sagt, es gibt sowas wie einen Dungeon. Hallo? Ja, Twitch ist mitunter auch sehr oberflächlich geworden. Als Kerl sehe ich das ja relativ entspannt. Aber ob ich als Frau streamen würde, wüsste ich nicht. Ja, sowas ist doch Mist, wenn man einfach das Spiel genießen will. Ja, also ich glaube, es ist schwierig. Moin, hallo, Niki, glaube ich, Nick oder Niki. Willkommen im Stream, wie geht es? Es ist, also als Frau ist, glaube ich, einfach nur dadurch schwierig, dass die meisten Leute erstmal draufklicken, weil halt, du bist eine Frau oder so. Wir stehen jetzt keine Eier. Wir sind nett. Aber ich muss sagen, ich stehe da ein bisschen. Nick, okay, alles klar, dann sage ich Nick. Es freut mich, dass du hier bist. Da ist ein kaputtes Haus. Ich höre eine Nirnroot irgendwo. Aber ich muss sagen, ich stehe drüber, um nochmal aufs Thema zurückzukommen. So mit Frau am Stream und so. Also irgendwo ist es dann auch nervig, dass es immer noch oberflächlich ist, aber ich denke mir, das sind meistens 12-Jährige, die dann irgendeinen Spruch abgeben müssen. Und dann ist das so. Ich bin aber auch mit vielen männlichen Cousins groß geworden. Oh, jetzt geht hier die Alarmanlage wieder los. Ist bestimmt durch die Stürme die letzten Tage. Es wäre, glaube ich, klug, wenn ich mich mal kurz mute, bis der Alarm vorbei ist. Eine Sekunde. Geht ja immer nur 2 Minuten.
So, ich denke, ich kann mich jetzt wieder entmuten. Das wird die letzte Sirene gewesen sein. Oh, oh je. Yeah. Oh Gott. Ich glaube, Nick, ist passiert, was Strix schon passiert ist. Da wurden auf einmal zu viele Emotes gespielt. Ach, der Nightbot ist da noch ein bisschen. Entschuldigung. Der Nightbot ist da noch ein bisschen übermütig. Aber ich kann es nicht ganz rausnehmen. Weil sonst werde ich wieder zugespammt mit irgendwelchen Bots und das möchte ich einfach nicht. Es tut mir leid. Also so 2, 3 Emotes sind okay, aber ich glaube also ab 5 oder 10. Ich glaube ab 5 Emotes sagt der Hallo, Shop, bitte, danke. Haben die hier eigentlich Gasthof? Innen steht hier, das ist gut. Bei mir in, sehr gut, sehr gut. Das Übliche. Sag mal, ist das bei euch, also egal wo ihr jetzt wohnt, ist das bei euch momentan auch so, dass man immer wieder Stürme hat? Also wir hatten jetzt so viele Sirenen, die jetzt... Gut. Trank, ja, es sind ganz viele betrunken am Sterben. Wir distanzieren uns mal von der Massenschlägerei. Bist du sicher, dass wir über Nacht hier bleiben sollten, wenn sich hier Leute prügeln? Ist schon windiger als sonst. Echt? Cool, dann sind nicht nur wir hier arm dran. I'd keep away from the barrow on the east side of town. It's haunted. Ooh, oh yeah. Anything you can tell me about Hyrotka? The Greybeards are a solitary lot. I don't think they've ever ventured outside their monastery. We get the occasional pilgrim passing through here on their way to the summit. Ich kann mich nicht beklagen, bin auf Rügen. Das ist, da ist es normal. Oh, Rügen, Rügen ist schön. Oh, danke für den Follow, Nick. Vielen, vielen, vielen Dank. Freut mich, dass du folgen möchtest. Wollen wir über Nacht hier bleiben, ist die Frage. Ich möchte jetzt mal über diese Haunted Barrow was wissen. You should stay away. Look, I've seen one of the spirits with my very own eyes. When it glared at me, I swear it burned right through my soul. Oh, das klingt doch noch was, das wir uns untersuchen könnten, oder? Unfortunately, they seem to be sticking to the barrow. I think they're guarding it. Certainly isn't helping my business any. Who'd want to rent a room anywhere near a haunted barrow? Ich kann mir das gerne anschauen. If you think there's anything you can do, be my guest. Sehr gut. Aber erstmal schlafen wir. Ich brauche mal einen Raum, bitte. It's yours for a day. Danke. I'll show you to your room. Right this way. Du musst nicht auf mein Bett drauf treten. If there's anything else you need. Nichts eigentlich. Nur eine Tür, die ich zumachen kann. Dankeschön. Meine Follower sind auch ganz dreckig. 2 Kilometer vom Strand entfernt, Luxus pur. Das ist echt nah am Strand. Das ist eigentlich genial, oder? Obwohl Rügen selbst ist ja auch immer ein bisschen problematisch, glaube ich, oder? Da wird doch ständig der Sand abgetragen. War das nicht Rügen, wo die immer wieder neu aufschütten müssen? Jetzt kommt noch die Feuerwehr gleich vorbei, entschuldigt dafür. Aber war das nicht ruhig? Also ich habe immer in Rerik Urlaub gemacht, weil das so ein ruhiges kleines Örtchen ist. Und wir waren dann ab und zu natürlich... Ah, da ist ja die Feuerwehr. Die sind ja Gott sei Dank immer relativ schnell wieder vorbei. Aber ist Rügen nicht wirklich dieses Sandzungentechnische oder so? Oder habe ich das jetzt falsch im Kopf? Ich glaube, das, was wir im Inland als windig bezeichnen, geht auf Rügen nicht mal als lautes Lüftchen durch. Wahrscheinlich. Oh Gott, warum sind das denn jetzt so viele?
Ich hört nicht mehr auf, Leute. Ich hört einfach nicht mehr auf. Gott, sonst fährt immer nur eine, maximal zwei hier vorbei. Schönen guten Morgen euch allen. Guten Tag, I love Beatbox. Willkommen im Stream. Wie geht es? Du Brandstifter, nein. Ich brandstifte nicht. Nicht mehr. Nee, hab noch nie gebrandstiftet. Aber ich wohne in der Nähe von einer Autobahn. Also die ist nochmal 2-3 Kilometer entfernt, aber die haben regelmäßig irgendwelche Sorgen da auf der Autobahn. Schlafen mal 8 Stunden. Dann können wir zumindest sehen, wo wir langlaufen, wenn wir auf den Berg gehen. Oh, mein Magen rummelt. Die Stadt, in der ich wohne, hat zum Beispiel auch eine eigene Wetterzone. Faszinierend, das Umland geht unter, leidet unter extremem Schneefall, wird von Hagelschauern überzogen. Nur dort, wo ich wohne, hast du nichts mitbekommen und der Rest von Deutschland hat alles abbekommen. So geht's meiner Oma tatsächlich. Also die wohnt in der Nähe meiner Eltern, aber also eigentlich ist sie in der Stadt und meine Eltern sind außerhalb des Stadtrings quasi. Und bei meiner Oma geht teilweise die Welt komplett unter und die ruft panisch bei meinen Eltern, ob alles in Ordnung ist natürlich. Und meine Eltern sitzen im Garten und grillen einfach. Es ist total faszinierend. Soweit geht's mir alles okay. Dir? Ach, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe heute schon fleißig ein paar Stunden gestreamt. Ich muss nur nachher unbedingt mir Wasser kaufen. Ich habe mich jetzt quasi, was Flüssigkeit angeht, nur von Tee, Kaffee und Wassermelone zwischenzeitlich und einer Banane ernährt. Und das ist natürlich nicht gut bei den Wetterverhältnissen. Aber grundsätzlich geht es mir gut. Ich habe jetzt noch ein paar Tage frei. Ich muss ein paar Stunden noch abbummeln. Und deswegen kann ich vormittags und mittags streamen. So, jetzt müssen wir überlegen, was wollen wir denn leveln? Wollen wir weiter auf leichte Rüstung gehen, ist die Frage. Auf jeden Fall müssen wir ein bisschen gesprächiger werden. Dann können wir vielleicht Leute abziehen. Nur maximal 3, sonst werden Nachrichten gelöscht. Ja, 3 Emotes und danach sagt der Bot, ist nicht so cool, ist nicht so cool. Muss ich irgendwann rausnehmen, auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich halt noch keine Moderatoren, die da ein Auge drauf haben könnten. Und ich möchte halt nicht alle 2 Minuten mein Gameplay unterbrechen, weil irgendjemand Blödsinn macht. Also jetzt ihr nicht. Aber... ja, also der bannt ja nicht. Der sagt nur, hey, das ist nicht in Ordnung. Können das Sneaken noch ein bisschen hoch machen. Und dann gehen wir auf jeden Fall noch auf Archery, damit wir weiterhin gefühlt one-shotten, sobald wir einen Headshot machen. Ja, jetzt haben wir nicht mehr genug Skillpunkte dafür. Können auf Smithing noch einen Punkt setzen. Kurzwarnung, ja genau. Irgendwann werde ich das auch wieder ein bisschen... also den Dingens rausnehmen. Oh, hallo. Die hat eine schöne Maske. Ich habe keine Konsumimmels mehr. Kann ich hier kochen? Ich kann hier nicht kochen. Ach, das heißt, ich muss was kaufen. Nein, entschuldigt, die Level skippen kurz durch. Was hast du noch so zu verkaufen? Ich habe Hunger. Du hast genau gar nichts. Das ist sehr gut. Von Salz kann ich nicht leben. Das ist schwierig. If you're headed up to the monastery, watch your step. It's a long way down. Wie viel kann denn mein Charakter essen, Mensch? Na, sind mir alle mittlerweile dreckig im Gesicht. Sonne ist noch gar nicht da. Achso, wir haben es erst kurz vor 6, deswegen ist es noch Nacht. Ah, es sollte bald heller werden. Können wir den Kohl hier mitnehmen? Ja, dann können wir zumindest ein bisschen Kohl essen. Potatoes können wir auch gleich noch mitnehmen. Wenn wir das nächste Mal dann die Möglichkeit haben zu kochen, können wir uns vielleicht was kochen. So, wir haben auf jeden Fall... er hat gesagt, das Ding hier hinten ist verflucht. Also werden wir uns das mal anschauen. Speichern natürlich.
Liegt schon ein Skelett. Ja, das sind Gräber. Ganz viele Gräber. Hier ist eine Tür. Hier sind noch mehr Gräber. Das heißt, wir müssen hier rein, vermutlich, oder? Gut, gehen wir mal rein. Schauen wir mal, was uns erwartet. Hoffentlich sterben wir nicht wieder die erste Minute. Okay, wenn ich jetzt eine Minute hier oben stehen bleibe, sterbe ich zumindest nicht die erste Minute. Da unten leuchtet irgendwas und wackelt durch die Gegend. Ich spüre die Augen von angry Spirits auf uns. Wir sind nicht willkommen hier. Psst, sag das nicht. Ich nehme auf jeden Fall lieber mein Schwert. Hier ist ein nicht zuordnenbares, flackerndes Licht. Sehr ominös. Wir haben ja nur kaputte Bücher überall. Okay. Bisschen Glut drin. Hab es auch mal angefangen, aber es war mir zu viel zum Erkunden, da ich alles mitgenommen habe und bin kaum vorangekommen. Ja, so geht's mir. Also ich nehme alles mit, bis ich keine Last mehr tragen kann und dann muss ich mich von den ersten Dingen verabschieden. Und ich erkunde auch alles. Gerade jetzt, wo ich mit Modpack spiele. Also hier gibt's auch Traugr, da müssen wir aufpassen. Ich weiß, dass ich kein Wasser mehr im Inventar habe. Das ist einer, der aufsteht. Also es ist ja, es ist, okay, der steht nicht auf. Skyrim ist ja dafür da, dass du dir die Zeit nimmst, um dir alles anzuschauen. Hello? Also ein Geist ist auf jeden Fall hier. Ich denke, dass ich mein Arrow wieder kriege. Oh, schwierig. Aber noch sagt er, wir können gehen. Also noch hat er uns nicht angegriffen, einfach so. Ich befürchte, das sieht sehr nach Falle aus, ja. Mit den ganzen Lebern. Und ich muss aber sagen, Nick, ne? Also mit dem Modpack ist es noch schlimmer, was das Erkunden angeht. Viel schlimmer. Da gibt es noch viel mehr Zeug. Und die ganzen Dungeons, die man kennt. Schon der Anfangs-Dungeon ist doppelt, gefühlt dreifach so groß. Mit ganz vielen neuen Ecken. Hier ist nichts weiter Interessantes. Hier ist auch nichts. Okay, okay. Wenn ich die hier runter... Oh. Okay, wir sind eingesperrt. Wenn ich das hier... Oh Gott. Wir machen den... Ja, nee, Strack, geh mal weg. Genau. Lydia, du bist sowieso immer nur im Weg. Okay, und wenn ich den dann wieder hochmache, sind die beiden offen. Okay, ich glaube, wir haben es gefunden. Hat doch was. Oh Gott. Ja, oh Gott. Wenn du möchtest, kannst du den Vanilla Dungeon, den habe ich glaube ich sogar noch. Habe ich den in der ersten Folge schon angeschaut? Ich weiß es nicht mehr. In der ersten oder zweiten Streamfolge habe ich mir, glaube ich, den Vanilla Dungeon angeschaut. Also Bleakfold Sparrow. Das Grabmal, das erste, wo man die goldene Klaue drin benutzt. Wenn du möchtest, kannst du dir das anschauen. Ich habe das extra, weil es ja. Ich bin ja kein Affiliate und auch kein Partner. Deswegen sind ja die Videos immer nur 16 Tage da. Aber es ist auf YouTube. Da kannst du, wenn du Lust hast, reinschauen. Kannst du auch durchskippen. Ist ja egal. Aber da siehst du auf jeden Fall das Grab und dass es da noch viel mehr Räume gibt und dass ich definitiv nicht genug Lockpicks hatte, um da irgendwo hinzukommen. Okay. Okay, also da geht's dann auch nochmal weiter. Und hier ist eine Tür. Oh.
Das ist sehr verdächtig. Da ist eine Chest. Okay, der ist auch tot. So ein Test, den ich mir angewöhnt habe. Ihr löst schon wieder Sachen aus. Aber das ist so ein Trauger-Test, den ich mir angewöhnt habe, weil die manchmal auch gerne einfach eine Minute später aufstehen. Septim, Lockpick. Ach, da war eine Falle dran. Card of Builders. Wir haben eine neue Karte, Leute. Eine neue Spielkarte. Nur gut, dass meine Arme lang genug sind, dass ich da nicht durch musste. So. Ich glaube, da muss jetzt noch... Okay. Da muss bestimmt der hier noch hoch, oder? Nee. Muss der hier dann jetzt wieder runter? Nee. Haben wir hier noch irgendwo? Haben wir hier irgendwo Sachen? Hi. Haben wir hier noch andere Lever? Nee. Es muss mit denen dort sein. Also wenn wir den hier hinten drücken, kommen wieder die Pfeile. Genau. Der sperrt uns ein. Und wenn wir den jetzt wieder runter machen, ist dort hinten zu. Wenn wir den runter machen, ist dort hinten offen. Hier zu. Hier ist jetzt bei beiden offen. Und wenn wir den runter machen. Wenn wir den jetzt aufmachen. Und den. Und den. Ist das... Hier liegt ein Skelett. Ist das so jetzt richtig? Ist das jetzt hier hinten offen? Ist immer noch zu... Oh, ich bin blind. Sagt mir doch, dass hier eine Chain ist. Jetzt habe ich die ganze Zeit da rumprobiert und dann gibt es hier einfach eine Chain. Ah, ist unglaublich. Ich hoffe nur, das wird jetzt nicht mit dem Geist nicht so wie mit... beim vorletzten Mal. Wenn das wie beim vorletzten Mal wird, dann wird das ein Chaos. Ja, also mein Stream ist ein Kaffeetrinker-Stream, ne? Also hier, das wird alles ruhig angegangen. Die Tür öffnet sich. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, das sollen wir nicht durch. Wir machen mal wieder zu. Chaos verspricht Action, Fire. Erinnerst du dich, Trix, an den Vampirmeister? Wie oft wir da gestorben sind und mit diesem... Ja. Wie das mit dem... Oh Gott. Ihr macht das mal, ne? Warte mal, wo ist denn hier mein Bow? Da ist mein Bow. Mit diesem komischen Friesenvieh, was da noch war. Oh, ich habe einen Kopfschuss gemacht. Ich habe den Last Hit gestohlen. Entschuldigung. Das war Denglisch. Oh, der ist aber lebend. Das war kein Geist. Das ist ein normaler Körper. Filter of the Phantom. Wo steht es doch? Brandstifter? Ich bin unschuldig? Zählt das noch, wenn ich das jetzt behaupte, dass ich unschuldig bin? Oh ja. Der war ganz grauenvoll. Appear spectral for 30 seconds. Okay. Das heißt, hier hat uns jemand verarscht. Oder? Der hat nur gewirkt. Der hat nur wie ein Geist gewirkt.
Oh, hier gibt es ganz viele Bücher. Und die geben uns auch Erfahrungspunkte. Oh, Journal. Wie viel ist denn da zu lesen? Möchte ich das jetzt vorlesen? Oh. Könnt ihr damit leben, wenn ich die paar Seiten jetzt vorlese? Stimmt, oder? Wenn nicht, müsst ihr mich einfach unterbrechen. Also. Morningstar, I've set up camp inside the barrow. This has to be the place. According to all of my research, the burial chamber should be located here. All I need is some time undisturbed to find a claw. It must be hidden here somewhere. 25th Morningstar, had a close call today with that fool Wilhelm. He came close to entering the barrow, but I was able to scare him off by rattling some pottery shards in the back. These people are far too superstitious for their own good. Gives me an idea. 28th Morningstar. Leben, ja. Also, lesen. After a few failures, I've come up with a mixture that should do the trick. The glow is perfect. I should look exactly like one of the supposed spirits the people of Everstep believe is haunting this burrow. Going to test it out tomorrow. Also hat uns wirklich verarscht. 29th Morningstar. Success. It worked better than I could have imagined. All I had to do was wonder about the entrance to the barrow at night and wave my arms about. I had to stop myself from laughing aloud as they ran away. This should keep them at bay while I continue searching for the claw. 11th Heartfire. Almost half a year has passed and no sign of the claw or any clues as to its whereabouts. This is becoming maddening. It has to be here. Can't risk having any assistance, so I have to continue alone. 20th Sundusk. It isn't here. It can't be here. This isn't right. It must be the people of Irostad. They must be on the to my ruse, and they are toying with me. They want to find the burial chamber on their own and keep the riches for themselves. 18th Evening Star. Why? Why are they tormenting me? Why not just destroy me? Who am I? My head is becoming clouded. I can't remember anything. I have to read my journal and to remember my purpose. Am I a part of this tomb? Am I meant to guard it? What become of me? They shall not take my treasure. They shall pay dearly for these crimes. Any who set foot within these walls will taste my wrath, my power. I am the guardian of Shroud Half Barrow. All who oppose me will fall. Am Ende ist er gefallen. Dein Englisch ist aber gut. Ja, es ist quasi Muttersprache mal gewesen. Ich habe es lange nicht gesprochen. Deswegen ist es ein bisschen rusty. Aber danke schön. Danke, dass mein Englisch doch noch akzeptabel klingt. Wir haben hier ein Alchemielabor. Wollen wir das mal nutzen? Unsere Küche ist auch fast leer, sehe ich gerade. Machen wir hier so ein kleines Minispiel. Craften einfach random Sachen zusammen. Oh, das ist nichts geworden. Das funktioniert. Also, vieles verträgt sich irgendwie nicht. Es freut mich, dass mein Englisch verständlich ist. Wir haben viel zu viele blaue Blumen gesammelt, sehe ich gerade. Oh Gott. Die machen ganz viel, die Mordflash-Dinger. Wo haben wir denn den Lotus-Seed her? Die sammeln hier Sachen ein, da habe ich gar keine Ahnung, wo ich die her habe, Mensch. So. So ein bisschen habe ich mal gemacht, damit wir einfach wieder ein bisschen Platz haben im Inventar. Was haben wir hier liegen? Butter from Meat Barrel. Was liegt da? Draught of Quickening. Spannend, aber dann haben wir ja jetzt jemanden umgebracht, oder? Oh. Aber zumindest können wir dann nachher sagen, dass hier kein Geist drin war, sondern jemand, der Forschungen eigentlich betrieben hat, also der was gesucht hat. Wollen wir doch noch? Wollen wir hier ins Feuer und so?
Mörder? Nein. Das war alles für einen guten Zweck. Um festzustellen, ob sie das Böse gibt oder nicht. Geht das nochmal los, ist die Frage. Nee, okay, cool. Oh! Oh. Oh, das ist doch... Ach, wie heißt sie? Potema? Ist das nicht Potema? Wolfsdingens und so? Das müsste Potema sein. Einfach Otto Walkes Video zum Thema Englisch für Fortgeschrittene ansehen und jeder kann Englisch. Englisch ist ja auch eigentlich nicht schwer, ja? Also, Sprachen allgemein sind nicht schwer im Sinne von, man kommt schnell rein, was das Lesen angeht, aber das Aussprechen fällt vielen, glaube ich, schwer. Weil Sprechen wird ja nur dadurch besser, dass man es praktiziert. Hübscher Wolf. Activate Keyhole. Saphir Claw. Wir brauchen eine Saphir Claw dafür, aber er hat die Claw ja auch nicht gefunden. Die Frage, also wenn wir irgendwann mal die Saphir Claw finden, ich weiß zwar nicht wo, aber wenn wir sie mal finden, müssen wir uns irgendwie wieder daran erinnern, dass wir hierher zurückkommen. Weil er hat sie ja auch nicht gehabt und nicht gefunden. Oder haben wir sie jetzt... Ne, wir hätten sie dann aktivieren können, wenn wir sie eingesammelt hätten. Aber irgendwie müssen wir uns merken, dass wir die Saphirklaue hier brauchen, wenn wir sie jemals finden. Okay. Sprechen ist besser als mein Schreiben. Ist das so? Vielleicht sprichst du mehr und schreibst selten, ne? Also, schreiben kann man dadurch lernen, dass man viel auf Englisch liest, tatsächlich, weil du dann automatisch die Regeln aufnimmst. Can I use your browser? Kann ich deine Dusche... Oh mein Gott, nein, das ist so ein Englisch. So wie dieses... Ach, warte. Wie ging denn dieser Spruch? I think I spider. Ich glaube, ich spinne. Ist das nicht so auch so genau diese Kategorie von es tut weh im Kopf Englisch? Weil das dieses Wort wörtlich übersetzen ist, was Leute gerne machen? Ganz grauenvoll, ganz, ganz grauenvoll. Oh, hier gibt's Pilze. Hallo. So. Aber jetzt können wir doch eigentlich dem Typ Bescheid sagen, richtig? Dass es geklärt ist. Ich habe doch schon investigated. Oder ist da noch irgendwas drin, was ich mitnehmen muss? Aber wahrscheinlich, weil ich den einen Raum noch nicht öffnen konnte. He is a user of messages. Er ist ein US-Amerikaner aus Massachusetts. Es ist auch ein ganz schrecklicher Name. Das ist halt Englisch, das tut wirklich weh. Also wenn du noch keine Migräne hattest und du schaust dir dieses Englisch mit deutscher Übersetzung an, dann fängst du an, Migräne zu entwickeln. Oh, hier rennen Leute lang. Ein Kurier. Der hat es scheinbar eilig. Genau, genau, genau. Wir müssen da hoch, ne? Also wir müssen jetzt... What? Somebody help? Was ist denn los? Wurde hier geschrien? Ne, hier sind Gräber. Hier wurde nicht geschrien. Hier schreit keiner mehr. Dann chillt ein Elch im Wasser. Und ein Hirsch. Irgendwer hat help geschrien. Panini is sitting in the kitchen. Panini sitzt im Knast. Schön, dass du mich jetzt schon in dieses Englisch mit einbeziehst, Rix. Was passiert denn? Man hört hier Leute verzweifeln. Hallo?
Oh, hier ist eine Fontäne. Hier können wir Wasser auffüllen. What is it now? Bill said he saw you speaking to one of the pilgrims on the 7000 steps. Genau, jetzt haben wir Wasserbottles. I told you und trinken nochmal. Dann nehmen wir noch Zeug mit. Well, it stops now. That's fine. Ich sehe hier niemanden, der in Not ist, muss ich sagen. Tja, wer weiß. Wenn mit mir einer Englisch redet, verstehe ich ca. 60% von allem, was er mir erzählt. Bin mit nicht der Beste in Englisch. Ist doch nicht schlimm. Man muss ja kein Englisch können. I'm so sorry, Mr. Perhaps if you would have been more specific. Everyone isn't as short as you are. What good are these boards to someone of the proper height? Sorry, Miss Timber. Wie gemein sie ist, nur weil er klein ist. Also er ist ja nicht mal klein. Das ist voll frech. Wood Elves sind nicht so groß. Das ist schon so uralt, der Sketch, aber nach wie vor lustig. Mir geht's ähnlich. Englisch verstehen ist kein Problem, nur selber sprechen oder schreiben ohne Vorbereitung ist nicht so einfach. Also ich muss dazu sagen, ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen. Oh, hier wird gerade Holz aufgeladen. Ist ganz laut. Mein Englisch ist quasi eingerostet, aber wenn ich es aus welchen Gründen auch immer öfter hintereinander spreche, so für eine Stunde oder zwei, fange ich an, wieder viel Englisch ins Deutsche mit reinzunehmen und dann kommt auch mein Rrr durch, wenn ich spreche. Da sagte sie, er ist nicht so... So meinte ich das nicht. Ich kenne diesen Elf nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber ich bin doch selbst ein Wood-Elf und ich bin auch nicht so klein. Ich habe eine praktische Größe. Das ist eine sehr schön gemachte Brücke, muss man sagen. Das hört sich bestimmt lustig an. Ja, also ich weiß nicht, manchmal, ob man es mitbekommt. Also wenn ich so englische Texte zum Beispiel vorlese, als ich in diesem Altarraum die ganzen Altargeschichten vorgelesen habe, kam irgendwann, wenn das R kam, habe ich dann auch so angefangen so zu sprechen wie bei Friends oder so. Das kam so ein R durch. Das ist so ein bisschen mein Akzent so. Dass ich denke, hallo, da liegt ein Bär oder sowas. Da liegt was Felllastiges auf jeden Fall, da gehen wir nicht hin. Oh, der Bereich hier, der sieht so schön aus. Look at this. Oh Gott, ich höre schon wieder Sachen. Und ich sehe da oben auch einen Zombie rumwackeln. Das ist nicht so schön. Wir haben den Bogen ausgerüstet. Oh. In den Hintern? Jawohl. Kritischer Sneak-Treffer, sage ich da nur. Haben sich gegenseitig umgebracht, quasi. Hättest du das nicht mal geschrieben, wäre es mir nie aufgefallen, vermutlich. Ich lese sehr schnell, dadurch fällt das nicht so auf. Wenn ich sehr langsam sprechen würde, würde, glaube ich, eher auffallen, wenn ich mit einer baue. Oh, das war ein Villager. Die war mal, das war mal eine Dingens. Jetzt nicht mehr, aber ne? Mountain Lion Pet, eieiei. Der ist auch richtig packed. Schau dir den mal an, wenn der uns erwischt hätte. Meine Güte. Gott, jetzt müssen wir die ganzen Stufen da hochgehen, Leute. Emblem 1. Before the birth of a man, the dragons ruled all Mundus. Their word was the voice, and they spoke only for true needs. For the voice could blot out the sky and flood the land. Ich arbeite auch gut daran, dass man es nicht mitbekommt. Einen guten Teppich? Ja. was ist das denn? Das ist eine Ziege, aber was ist das denn hier? The 7000 Steps Discovered, ja, ja. Sieht sehr nach Marmor aus. Seht ihr das auch? Das ist doch irgendwie so ein Marmorturm-Dingens, was kaputt gegangen ist, oder? Upsala, ich wollte meinen Bogen nicht ziehen. Excuse me. Ich
mache auch nochmal so einen Safe, also so einen richtigen Safe. Falls doch mal was kaputt gehen sollte, kommt ja vor. Pillar of Stormblast ist kaputt. Ah, das war also ein Pillar of Stormblast. Ja, der hat den letzten Stormblast selbst nicht überlebt. Da geht's scheinbar weiter. Hier haben wir noch Blumen. Schön, wenn die Follower besser wissen, wo wir lang müssen. Oh, jetzt driften sie alle langsam ab. Da ist der Rest vom Pillar. Da liegt der Rest. Da ist auch ein Häuschen. Oh, ich habe Bedenken, hier hochzugehen, muss ich sagen. Brauchst du nicht verstecken, finde ich. Gehört ja zu dir, das stimmt schon, aber es ist Gewohnheitssache mittlerweile. So wie es schwer war, sich das anzugewöhnen, ist es schwer, sich das wieder abzugewöhnen, tatsächlich. Ich spreche jetzt schon zu lange. Ich sag mal in Anführungsstrichen ordentliches Deutsch. Ordentlicheres Deutsch, sagen wir es mal so. Ah, ich habe keinen Tee mehr gekocht, ne? Oh, ich habe unten vergessen, Tee mitzunehmen. Na, da war auch keine Kochstelle. Ich hätte gar nicht selber Tee machen können. Weil hier oben wird es doch kalt. Wird es doch ganz dolle kalt. Ich meine, wir haben unseren Fellparker um, aber der reicht ja nicht. Da hat jemand eine Ziege umgebracht. Ein Hunter. Hallo? Buckner. Did you hear the graveyards called Dovahkiin? I did. Strange days when the monks will do that. I wonder what it means. Do you visit the graveyards? They're not the sort to take visitors. But I never go that high up the path anyway. Some folk who make the trip leave them food or other essentials. But not to make conversation. Okay, okay. Strike, du bist ein bisschen sehr nah, glaube ich. Der findet das vielleicht nicht ganz so gut. Kennst du eigentlich die Geschichte von... Was? Rababerbara? Was steht da? Rababerbara? Ich weiß nicht. Er ist weggegangen. What are you doing? I like to spend time up here. Walk the steps. Meditate on the end. Doesn't hurt when I bag some game along the way. Einen schönen Tag wünsche ich. Emblem Tomb. Men were born and spread over the face of Mundus. The dragons presided over the crawling masses. Men were weak then and had no voice. Ja, schwierig, schwierig. Oh, hier wird's ganz schön neblig. Ja, jetzt ist Nick verstört von meinem ich kann nicht sprechen, Mensch. Das hast du gut gemacht, Strix. Aber nein, kenne ich nicht. Was auch immer das für eine Geschichte ist, sagt mir genau gar nichts. Scheinbar nicht. Ja, scheinbar nicht. Was hat's mit dieser Geschichte auf sich? Oh, hier wird schon kühler. Ich habe einen Wolf gehört. Ich schaue gleich in den Chat, aber ich habe einen Wolf gehört und gesehen. Eiswolf. Ins Knie geschossen. Komm schon, macht auch was. Er verblutet. Sehr gut. Und da fällt er. Ich möchte nur meine Pfeile wieder haben. Dankeschön. Der Rest kann liegen bleiben. Ich finde es auch toll, wie meine Leute mir erst helfen, wenn ich schon dreimal gehauen wurde. In einem kleinen Dorf wohnte ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in der ganzen Gegend für ihren ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt, okay. Kam da nicht so ein Schneetroll? Ja, im Vanillaspiel kommt da auf jeden Fall ein Schneetroll. Den fand ich schon im Vanillaspiel immer sehr unangenehm, muss ich zugeben. Ich weiß aber nicht, was jetzt in dem Modpack hier kommt. Weil das sind ja alles Random Encounter hier. Also teilweise neben manchen geskripteten. Da jeder so gerne Barbaras Rhabarberkuchen aß, nannte man sie
Rhabarber Barbara merkte bald, dass sie mit ihrem Rhabarberkuchen Geld verdienen könnte. Da eröffnet sie eine Bar, die Rhabarber. Oh mein Gott. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist doch ekelhaft. Bah. Schmutz. Wer auch immer sich das ausgedacht hat. Kriegt man ja noch mehr mit, dass ich nicht sprechen kann. Auf jeden Fall, gehen wir. Sneak. Ja, eigentlich nicht. Sneak ist ziemlich egal. Aber wir können auf Lockpicking noch eins setzen. Lockdown, aktiviert der Hörste Automaton. Genau, das war es nicht. When you enter a dwelling you don't own, illuminates a locked container. Das war auch interessant, aber nein. Der Wax Key war das, was cool war, oder? Gives you a copy of a picked locked key if it has one. Genau. Das klang nämlich sehr interessant. Willst du sie bis zum Ende? Ich befürchte nicht, nein. Also, das wird doch. Das tut doch allen weh. Mir beim Reden und euch beim Zuhören. Oh, hier ist eine tote Ziege. Das ist auch immer ein schlechtes Zeichen. Weil die Frage ist, wer hat diese Ziege getötet? Der nächste Wolf. Hier ist. Ich sehe keinen Wolf. Die Musik sagt mir aber, der Wolf sieht uns. Oder auch nicht mehr. Okay, okay. Vielleicht sind wir auch schon fein raus. Emblem Free discovered. Emblem Free. The fledgling spirits of man were strong in all times, unafraid to war with dragons and their voices. But the dragons only shooted them down and broke their hearts. Oh, dramatische Story, die sich hier entwickelt. Da hast du recht, wird am Ende wirklich kompliziert. Oh Gott. Nee, danke. Verflucht sei die Person, die sich dieses ausgedacht hat. Okay, okay. Der Troll kam ziemlich am Ende, glaube ich, bei so einem Überhang. Bin gespannt, was da jetzt kommt. So, schön ein bisschen. Ich muss nur aufpassen, dass die Katze mir nicht gleich über den Tisch springt. Simba ist nämlich wach und Odin sollte auch bald aufwachen, weil er Hunger bekommen wird. Wobei Odin ja nicht so, ne? Der sitzt neben dir und starrt dich an, bis du ihm was gibst. Drache? Oh Gott, nee. Ich hoffe nicht. Verflucht? Nein, eher verehrt, denn das gibt's auch als Video zum Zuhören und da lachst du dich kaputt. Oh mein Gott, nein. Ekelhaft. Einfach ekelhaft. So was macht man nicht. Hallo? Emblem 4. Emblem 4. Cain called on Patronax, who pitied man. Together they taught man to use the voice. Then Dragon War Rage. Dragon against Tongue. Ah, Patronax, Patronax. Das war doch der, wo wir uns entscheiden konnten, ne? Leben oder Tod. Glaube ich. Leute machen ja wegen jedem Scheiß Videos, ne? Also jetzt entschuldigt meine Aussprache, aber dass sich so ein Video gut verkauft quasi, also als witzig, ist klar, wenn du so diese komische Aussprache hast. Finden bestimmt einige lustig, so. Meine Leute kommen noch hinterher? Ja, so. Hier kommt theoretisch der Eistroll, ne? Speichern mal. Habe Bedenken, was hier jetzt kommt. Steht der da oben? Nein, da oben steht. Doch, der Eistroll steht da oben. Cool, vielleicht können wir den ja. Haben wir Poison dabei? Snake Poison. Auf jeden Fall. So. Ha! Das
richtig gut, dass wir in Archery reingeskillt haben, hä? Und dann noch der Sneak Damage und die Poison. Not bad. Hier liegt jemand, der erfroren ist. Frozen Corpse. Ah, das ist eine Doppelhänder, ne? Das ist nicht so. Greater Soul Gem. Ganz viel Zeugs hat der dabei, meine Güte. Selbst Snatch Jelly hatte. Also der kommt nicht von hier. Das können wir eigentlich nehmen, wenn wir Dingens und so, ne? Wenn wir mit unserem Schwert rumlaufen, können wir das Dingens dazu nehmen. Packen wir mal in die Favoriten rein. Der hat meinen Arrow. Okay. Okay, jetzt wird es uns langsam kühl. Jetzt müssen wir aufpassen. Emblem 5. Emblem 5. Men prevailed, shooting Aldrin out of the world. Proving for all that their voices too were strong. Although their sacrifices were manifold. So, jetzt müssen wir, glaube ich, links rum lang. Genau, genau. Jetzt müssen wir uns auch langsam beeilen. Können wir das, den Schnee hier wegbeten? Ich glaube nicht, oder? The snow begins to settle. Ach, doch, meine Güte. Da sehen wir uns ein bisschen mehr. Aber es macht es leider nicht wärmer. Das wäre auch zu schön. Zumindest sehen wir jetzt den Berg ganz klar bis ganz nach oben. Ich gehe nur mal immer kurz ins Tab-Menü, wenn ich lese, weil sonst erfrieren wir. Solltest du dennoch Interesse an dieser hochgradig kulturellen, wichtigen Geschichte haben, habe ich diese mal in Unsinn auf dem Amsel-Discord gepostet. Alles klar, schaue ich nachher natürlich mal rein. Oh, die Schneegegend sieht bei klaren Lichtverhältnissen richtig geil aus. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an, wie schön das aussieht. Ich meine, ich habe jetzt einen komischen Effekt drüber, weil ich am Erfrieren bin. Aber ist das nicht cool? Dann laufen wir mal ein bisschen schneller. Emblem 6, genau. Beautiful. Auf jeden Fall. Der arme Discord. Der ist froh, wenn der Discord benutzt wird, um ehrlich zu sein. Emblem 6. With roaring tongues, the sky children conquer, founding the first empire with sword and voice, whilst the dragons withdrew from this world. Wir haben hier Bären. Wir können nicht mal mehr sprinten, wirklich, weil es zu kalt ist. Ist ein gutes Zeichen, Leute. Ah, da hinten müssten wir bald da sein. Alles wird gut. Die Aussicht ist so genial. Jetzt nicht schlapp machen. Da ist jemand beim Lesen oder beim Beten erfroren, huh? Emblem 8. Haben wir Emblem 7 vergessen? Oh, der hat einen schwarzen Zeuger. Der hat auch so einen Bone Mold Shield. Der hat sogar Drehdraherherzen dabei. Sollte uns, glaube ich, wirklich Sorgen machen, wo die herkommen, die Leute. Haben wir nicht noch eine 7? Haben wir die 7 gerade vorgelesen gehabt? Ich kann mich nicht erinnern, 7 gesagt zu haben. Habe ich einen verpasst? Sag ich doch, es gibt die 7. Emblem 7. The tongues at Red Mountain went away humbled.
Jürgen Wandcaller begann his 7-year meditation to understand how strong voices could fail. Auf der Spitze des Berges gab es eine Spitzhacke mit einer sehr guten Verzauberung. Ja, die kennt man. Das ist so ein schönes Easter Egg, so ein Minecraft Easter Egg. Notch Spitzhacke heißt die ja, ne? Also Notch Pickaxe. Einfacher Barbara auf. Ach, ihr wisst schon, auf YouTube eingeben. I'm freezing to death. Nein. Halt, stopp. Habe ich irgendwas, um mich zu wärmen? Special Meal. Kann ich nicht Suppe essen? Kann mich nicht Suppe wärmen? Hallo? Im Wasser? Wir haben keinen Tee. Emblem 8. Jürgen Wincolor chose silence and returned. The 17 disputants could not shoot him down. Jürgen the Calm built his home on the throat of the world. Deutsch in voller Pracht auf jeden Fall, ja. Wir werden nicht erfrieren. Wir schaffen das. Wir sind fast da, Leute. Noch ein bisschen. Da! Da ist es! Hi, Rodger! Hier wird jetzt nicht geschwächelt auf die letzten Meter. Oh Gott, ich sehe schon kaum noch was. Oh, die Musik! Emblem 9. Emblem 9. For years of silence, the Greybeard spoke one name. Tiber Septim, stripling then, was summoned to Hrothgar. They blessed and named him Dovahkiin. Okay. Ich hab das Ding dunkler in Erinnerung. Oh Gott, ich bin so langsam. Ich bin so erfroren. Schaut euch mein Gesicht an. Komplett zugefroren. Da ist noch ein. Noch ein Schrein. Emblem 10. The voices worship. Follow the inner path. Speak only in true need. Oh, voice of the sky added. Voice of the sky. Oh Gott. Ich bin erfroren. As I awaken, I hear my partner building a campfire from the looks of it from nearby fallen limbs and branches. My companion has a look of relief on their faces as they continue to tend to the campfire. Strack! Strack hat mich gerettet. My head is suffering from frostbite. Sehr geil. Einfach ausgenockt, als ich gerade fertig war mit Lesen. Dankeschön, Strack. Also, dass du mich gerettet hast, meine ich. Was ich wollte. Alter, seht euch das an hier. Very cold, very dirty. Frostbite Head. Und was ist die Voice? The Voice of the. Voice of the Sky. Animals will neither attack nor flee from the wielder of this effect. Oh. Oh, Gott sei Dank. Campfire. Use. Wir haben kein Lavendel mehr in der Tasche, sonst hätten wir uns ein bisschen was machen können vielleicht. Aber zumindest können wir uns hier ein bisschen aufwärmen. Willkommen in der Winkelgasse. So. Sie versinkt im Schnee. Okay, Leute, wir gehen rein. Da drinnen wird es bestimmt auch warm. Wir machen mal das, aber wir sind mal so frei, das Feuer auszumachen. Hier, das Wasser ist flüssig. Fragt sich einer, wie das geht. Oh, der hat es auch nicht mehr ganz geschafft. Da ist noch einer mit so Bone-Dingern.
Heißt das, der kommt von dieser Insel da? Oh, ich kann sein Herz mitnehmen. Lecker. Die Steel-Inket-Dinger sind halt richtig, richtig schwer. Kann ich nicht einfach mitnehmen. Haben wir hier Lavendel liegen? Ich sehe kein Lavendel, schade. Ich muss doch hier das Ding ins reinlegen. Climax Supplies, genau. Ja, machen wir später. Wir gehen später zu ihm zurück. Aber wir müssen jetzt noch den Leuten hier Hallo sagen. Und speichern vorher natürlich nochmal ordentlich. Hallo. Klopf, klopf. Oh, hier geht's auch irgendwo hin. Okay, spannend, spannend. Hallo. Okay, und die haben auf uns gewartet. Dragonborn appears. Oh, the mountains, but no reply. Sky Lady doesn't care. Laugh at it. Laugh at it all. Strack, bitte. Wir versuchen hier zu reden. I'm answering your summons. We will see if you truly have the gift. Show us, Dragonborn. Let us taste of your voice. Oh Gott, ich habe doch aber kein Dingens ausgerüstet. Warte, ich muss ja einen Schuh ausrüsten. Shout at us and let us taste of your voice. Okay. Dragonborn. Tada! Eine Sekte? Nee. Also, die benehmen sich genauso wie eine Sekte, aber sind ein bisschen anders. Sind irgendwelche wichtigen Leute. I am Master Arngeir. I speak for the Greybeards. Now, tell me. Dragonborn, why have you come here? I want to find out what it means to be Dragonborn. We are here to guide you in that pursuit, just as the Greybeards have sought to guide those of the Dragonblood that came before you. You mean I'm not the only Dragonborn? You are not the first. There have been many of the Dragonblood since Akatosh first bestowed that gift upon mortal kind. Whether you are the only Dragonborn of this age, that is not ours to know. You are the only one that has been revealed thus far. That is all I can say. Who are you? What is this place? We are the Greybeards, followers of the Way of the Voice. You stand in High Hrothgar, on the slopes of Kinnareth's sacred mountain. Here we commune with the voice of the sky and strive to achieve balance between our inner and outer selves. I'm ready to learn. You have shown that you are Dragonborn. You have the inborn gift. But do you have the discipline and temperament to follow the path laid out for you? That remains to be seen. Without training, you have already taken the first steps towards projecting your voice into a thum, a shout. Now let us see if you are willing and able to learn. Okay. When you shout, you speak in the language of dragons. Thus, your dragon blood gives you an inborn ability to learn words of power. All spannend, spannend. Three words of power. As you master each word, your shout will become progressively stronger. Master Einarth will now teach you Vro, the second word in Unrelenting Force. Okay. Vro means balance in the dragon tongue. Combine it with Fus, force, to focus your thumb more sharply. Vro. Deswegen kommt ein Fus Ro da. Schreib das einfach in den Boden rein. Okay. Einfach gelernt. Ich habe es mir angeschaut und gelernt. You truly do have the gift. But learning a word of power is only the first step. You must unlock its meaning through constant practice.
in order to use it in a shout. Well, that is how the rest of us learn shouts. As Dragonborn, you can absorb a slain dragon's life force and knowledge directly. As part of your initiation, bin halt einfach cooler als ihr. Allow you to tap into his understanding of rope. Dann macht er einfach wusch mit uns. Panini cool, ja, absolut, hallo. Ich bin damit geboren, cool zu sein, offensichtlich. Oh mein Gott. Ist übrigens bei mir nicht Z, nur mal so. Nochmal. Falls es nur ein Zufall war. Also wenn man genau hinhört, hört man Fuß ro. Also das heißt, desto länger du halt hältst, desto mehr Wort sprichst du. Oh. Alle guten Dinge sind drei, oder wie? Gott, der Arme da hinten wackelt auch immer durch die Gegend. Danke, danke. Gar kein Problem für mich. Nein, dann werde ich jetzt erfrieren, während ich lerne? Ich werde 100% jetzt erfrieren, während ich versuche zu lernen, oder? Weil da draußen ist arschkalt. Und wir haben es mitten in der Nacht. Auch gut. Macht sicher noch wärmer hier draußen. Wir haben hier gerade Polarlichter, ha? We will now see how you learn a completely new shout. Master Bori will teach you wolf, which means well. Bleib mal hier stehen. Kann ich das Wort auch von hier lernen? Hier ist Feuer. You must hear the word within yourself before you can project it into a thumb. Approach Master Bori and he will gift you his knowledge of wood. Erstmal den Hintern wärmen. Ja. Werden mal eiskalt nochmal gewuscht. Okay, das heißt, ich muss das Ding jetzt hier lernen, ne? Oh, ich hab Level ab. Komm gleich. Auf jeden Fall Rüstung. Ey, gotta go fast. Master Bori will open the gate. Use your whirlwind sprint to pass through before it closes. I'm ready. Easy. Gar kein Problem. Your quick mastery of a new thumb is astonishing. I'd heard the stories of the abilities of Dragonborn, but to see it for myself. Heißt das, die haben noch nie einem Dragonborn irgendwas beigebracht und wir sind die ersten Versuchskaninchen. I thought it was this easy for everyone. I don't know how I do it. It just happens. You were given this gift by the gods for a reason. It is up to you to determine how best to use it. Unser Follower betet uns an. For your last trial. Retrieve the horn of Jürgen Windcaller, our founder, from his tomb in the ancient fane of Ostengrath. Oh no. To the way of the voice, and you will return.
Ah, Ustengraf, schwierig. Startet der Horn auf Jürgen Windcaller. Oh, schwierig. Das sieht so hammermäßig cool aus. Was, der Himmel oder das durch die Gegend dashen? Ich frag mich. Warte mal. Das haben wir alles schon gemacht. Der Himmel, ja, der Himmel, der sieht richtig geil aus, das stimmt schon. Wie kann ich denn Rimstooth starten? Weil die startet. Wirmstuf startet doch eigentlich nach Voice of Dingens und so. After Ray of the Voice, genau. Player Level 10 muss es auch wenigstens sein. Enables or disables Draugr Swarm encounters that may occur across the island. Oh. Ja gut, aber das ist ja Wurmstuf. Das ist ja die eigene Insel. Wie komme ich denn da hin, ist die Frage. Wahrscheinlich muss ich dann nochmal halt neu ins Spiel oder so. Ich würde sagen, wir setzen uns ans große Feuer. Nehmen auf jeden Fall Prey wieder mit rein, weil wir sind ja eine ergebene Seele. Und dann warten wir mal ein paar Stunden. Ich höre komische Sachen da oben. Ist uns kalt, ja? Warten wir mal noch 2 Stunden, damit es dann hell ist. Einfach damit wir was sehen, wenn wir wieder runtergehen. Genau, da oben können wir nicht hin, wegen dieser Sturmböe. Jetzt wird es langsam hell. Die Morgenröte ist noch am Himmel zu sehen. Ich hasse das. Kommt überall hin, wenn man es möchte. So. Ist ja nicht so viel, weil es ist halt, ne? Vielleicht legt sich der Schneesturm. Ich glaube, hier oben ist es immer verschneit. Egal, wie viel wir beten. Der Schneesturm ist beginning to subside. Ah, hier. Jetzt fangen wir an, Sachen zu sehen. Da ist die Sonne, da hinten geht sie auf. Da sind die Wälder, wo wir vorhin auch rumgelaufen sind. Schon schön, sehr schöne Gegend. Na, wollen wir wieder gehen? Ist hier noch irgendwas? Hm. Das sind nur diese Seiten-Ein- und Ausgänge, oder? Gott, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder runterlaufen. Aber da dürfte jetzt nichts mehr sein, was uns angreift. Wir haben ja alles niedergemacht. Zumindest rein theoretisch. Aufgewärmt sind wir quasi jetzt auch nochmal, weil wir ja jetzt hier in dem Haus war, da haben wir uns nochmal ein bisschen aufgewärmt. Ja, hier gibt es echt kein Lavendel, ne? Sonst hätte ich mir mal kurz einen Lavendeltee machen können. Na gut. Auf nach unten.
zumindest haben wir eine schöne Aussicht, während wir runtergehen, ne? Da ist das Grab. Ja, von hier sieht es noch alles gleich aus, ne? Bei dem Hügel. Aber innen ist es ganz anders mittlerweile. Oh, wer läuft denn hier rum? Hello. Dem ist kalt. Dem ist richtig kalt. Renn mal ein bisschen. So schneller wir hier weg sind, in der Kälte, umso besser. Sind schon wieder komplett eingefroren. Ich möchte eigentlich nicht, dass wir nochmal ausgenockt werden und nochmal ein Campfire benötigen. Das Rennen hilft natürlich auch nicht, wenn wir durstig sind. So. Pillar sind ganz gut als Orientierungspunkt. Hier ist durch die Schneepixel alles ein bisschen eher am Wackeln, am Hakeln, sag ich mal. Ich hoffe, wir sind hier schnell wieder durch. Frosty, auf jeden Fall Frosty. Ich möchte nicht schon wieder zu Death Friesen. Hallo. Es gibt nur leider keinen anderen Weg nach unten, soweit mir bekannt. Also wir könnten uns natürlich so die Klippen runterrutschen lassen, aber die Chance, dass wir dabei sterben, ist ziemlich hoch, muss ich sagen. Es fühlt sich so an, als wäre mein Charakter schon wieder kurz vorm Knockout. So, hier schaut es doch schon schöner aus, ne? So, jetzt mal wieder Ausdauer. Treppen. Hopp, hopp. Schnell ins Warme. Oder wärmere zumindest. Ich will gar nicht wissen, wie kalt es hier oben ist, wenn es die kalte Jahreszeit ist. Da gruselt es mir ein bisschen vor, um euch zugeben. Kommen wir hier runter, ja. So. So, jetzt kommen wir langsam in Gefilde, wo es nicht mehr ganz so kalt sein sollte. Wir sind halt komplett zugefroren von oben bis unten, ja. Oh. In den Hintern. Der will uns nicht sehen. Ist auch in Ordnung. Und wo geht's denn hier noch hin? Ah, ich krieg meine Arrows zurück. Oh, ich auch. Wir haben überlebt auf dem Weg nach unten. Also wirklich? Was denn also wirklich? So, ein Stückchen rennen wir mal noch. Kalt ist es hier oben nämlich immer noch. My head is suffering from frostbite. Nein. Das redest du dir nur ein. Dir geht's gut. Dir tut nichts weh. So, hier lässt der Schnee langsam nach.
wird's langsam wärmer. Ich mal kurz Luft holen hier. Ach Gott, es regnet jetzt gleich wieder. Man schießt einem Wolf doch nicht auf den Po, natürlich. Also bisher haben wir immer nur auf den Hintern oder die Brust von jemandem geschossen. Und es war sehr effizient. Ich mache da keinen Unterschied, ob das Wolf, Hund, Drauger oder was auch immer ist. Ich bin da sehr aufgeschlossen. Ich behandle da alle gleich. Der Schuss geht in den Hintern, den Kopf oder die Brust. Ich komme schon gerade wieder runter, Mensch. Ach, meine Katzen nehmen schon wieder irgendwas auseinander im Hintergrund. Hier ist grünes Feuer. Das habe ich ja noch nie mitbekommen, dass es hier grünes Feuer gibt. Was macht denn grünes Feuer? What? Who are you and what do you want? Have you random, bitte? I was asked to find you as soon as possible. If you ask me, this problem sounds urgent. You'd best head on over to the Bannered Mare in Whiterun. Speak to Lurius Lior. He mentioned something about trouble with a dragon and the promise of a generous reward. Sounds tempting. If I were you, I'd best not keep him waiting. Okay. Ah, Rimstooth. So startet das also. Was sollen denn die Zuschauer denken? Oder deine Katze, wenn sie das sehen? Also meine Katzen kennen mich ja nicht anders, ne? Deswegen sind die wahrscheinlich auch so drauf, wie sie drauf sind. Ist das eine gute Idee? Ist der tot? Ja. Ach, der wurde bestimmt von der Dingens kaputt gemacht. Von dem Lion. Pine Peak Cavern. Okay. Das ist ein riesiger Bär. Mit Fleisch dabei. Aber ich glaube, dafür habe ich nicht mehr genug Gewicht dann. Field Dress. So. Harvest Ingredients. Wir haben ganz viel vom Bär bekommen. Upsala. Oh. Oh. Da sind ein paar Leute tot. Ich wollte nicht seine Schuhe ausziehen. Zieh die wieder an. Bah, Füße, das will doch keiner sehen. Hier, take him. Ach, der zieht die nicht mehr an, weil er ist ja tot. Schwierig. Ganz schwierig. Ganz schwierig. Fledermäuse bei Höhlen sind kein gutes Zeichen, sag ich euch. Haben wir nur schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und noch ein Ale dabei. Komm, wir trinken jetzt mal ein Ale, weil das Einzige, was nicht automatisch getrunken wird, wenn wir Durst haben, ist Alkohol. Was auch gut so ist. Geht's hier rein in die Höhle? Wollen wir in die Höhle gehen? Komm, wir gehen in die Höhle. Oh Gott, ich höre Fledermaus. Nein, nein. Auch noch zwei. Oh nein, nein, nein.
Oh Gott, und ich höre noch irgendwas anderes. Oh Gott. Oh Gott, warum? Warum muss ich immer solchen Sachen begegnen? Was ist... Oh, ein großer Bär. Haben wir noch Poison? Ah, das ist eine Potion of Health. Ich bin ja auch blöd. Damage Stamina ist ja wohl am klügsten. Weil der wird keine Magicka haben. War ein Kopfschuss? Noch ein Kopfschuss? What? Ach, der war aus meiner Sichtweite, glaube ich, raus. Also Gift ist das Beste, was einem passieren kann, neben Kopfschuss-Crit. Das ist richtig gut, dass wir da angefangen haben reinzuscalen. So. Irgendwas anderes haben wir hier jetzt aber nicht, oder? Bierglas, Bierbelt, ein Buch. Kriegen wir da keinen Armor Pluspunkt, Erfahrungspunkt? Bisschen schade. Traveler's Shield, oh, das ist hübsch. Armor Rating 30, wie ist denn unser Armor Rating? Wissen wir nicht. Um. 27. Ja, hallo, nehmen wir das doch. Sieht cooler aus. Kenne ich nicht. Hier ist ganz schön viel kaputt gegangen. Geld. Eine Pickaxe, sehr gut, jetzt können wir Zeug farmen. Was haben wir denn hier? Corundum. Ja, wir nehmen Corundum mit. Sind hier schwer am Arbeiten. So. Ach, jetzt sind wir wieder viel zu schwer für alles, ne? Strag. Verdammt, Beckens! But Strag awaits! No sleepy! Promise! Ich hab nur ein paar Sachen für dich, alles gut. Und zwar die ganzen Ingot-Geschichten hier. Die nehmen immer so viel Gewicht und Platz weg. Obwohl theoretisch kann... Upsala. Kann ich dir auch ein bisschen Essen und sowas geben. Und noch das ganze Ingot. Genau, und dann... Dann gebe ich dir noch den Shield. Das soll sich nicht so haben. Ich gebe dem doch immer sinnvolle Sachen. Ein Shield. Siehst du, du nutzt das Shield sogar, also sei nicht so. Ein paar Karotten. Bisschen Steak. Ja, das sollte reichen. Bitteschön. Sie möchte gerne auch was haben, befürchte ich jetzt, wo sie so schaut. Hier ist Meridias Beacon drin. Ist denn nicht eigentlich immer woanders? Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass dieser Beacon hier drin ist. A new hand touches the beacon. Psst, Meridia. Listen, hear me and obey. A foul darkness has seeped into my temple.
A darkness that you will destroy. Ich hätte ihren Beacon nicht aufheben. Return my beacon to Mount Kilcreath. And I will make you the instrument of my cleansing light. Ist okay, Meridia, ich habe aber gerade noch andere Sorgen. Da habe ich nicht dran gedacht. Ich hätte ihren Beacon nicht aufheben sollen. Ach, Mensch. Meridia. Manchmal habe ich dich lieb, meistens nicht. Warum ist der Imperial Bow besser als der Superior Bow? Mit dir. Ehrlich. Ja, Strix, die war laut, oder? Weil die scheppert dir in deinen Kopf rein. Das haben die mit Absicht so gemacht. So, was anderes ist hier in der Höhle nicht, oder? Gut. Da habe ich aber null dran gedacht. Ich war einfach nur fasziniert, dass der Beacon hier ist. Voll wahnsinnig, die... Jein, also die ist halt ein Dedra, ne? Nee, war sie ein Edra oder war sie ein Dedra-Prinz? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob sie Edrik oder Dedrik war, aber auf jeden Fall ist sie so was Übernatürliches quasi. Sie kann man zum Beispiel auch anbeten. Wir müssen dem Herrn noch Bescheid sagen, dass wir seine Lieferung abgegeben haben. Wo ist er denn, ist die Frage. Das ist er nicht, oder? Ist er das? Hallo? Nein, dich kennen wir gar nicht. Du bist ohne Namen. Hier passieren irgendwelche Sachen. What? What? Ich habe Flügelschläge. What? Oh mein Gott. Darf ich speichern? Nein, ich möchte nicht den Speicherstand überschreiben. Oh mein Gott, wo kommt der denn jetzt her? Kann ich so weit weg überhaupt treffen? Von Tail Dragon. Jetzt weiß ich auch, warum die alle gesagt haben, wir sollen wegrennen. Aber cool sieht er aus vom Design, ne? Ah! Ich stehe natürlich jetzt mittendrin, ne? Er kriegt keinen Blutungsschaden, so wie das ausschaut. Stufe 10 ist er Gott sei Dank nur. Ein Drache? Hilfe? Ja. Hilfe, ein Drache. Was macht er da drüben? Oh, ich habe ihn getroffen. Er hat dort irgendwas Unschuldiges auf jeden Fall gerade angegriffen. Okay, wir treffen ihn. Wir treffen ihn. Der geht nicht mehr in die Luft mit so wenig Leben. Wie es aussieht. Der humpelt sogar ein bisschen. Oh, jetzt der Pfeil hat nicht getroffen. In den Arsch. Entschuldigung, in den Hintern. Der Drecken ist dead. Komm mit denn jetzt am schnellsten hin. Ich will die Seele einsammeln. Go. Der da am Weg gestorben ist, der war doch bestimmt auf dem Weg, oder? Ich glaube, der hat so eine Ziege umgebracht. Das muss hier oben gewesen sein. Da liegt er. Was hat er denn hier umgebracht? Hallo, ich hätte gerne deine Seele. Und ganz viele Arrows. Oh, wir können Blut von ihm nehmen. Okay, spannend. Panini Dragon Slayer auf jeden Fall.
Empire Sword. Das schaut fancy aus. Nehmen wir mit. Ach, dafür haben wir jetzt wieder keine Dingens und so, ne? Ist mal direkt wieder vollgepackt bis oben hin, ja. Weil die sind immer so schwer, die Knochen von Drachen. Das Design von dem war cool, oder? Macht die Drachenseele wusch mit uns. Hier ist eine kleine Höhle, so ein kleiner Tierbau. Interessant. Hatte bestimmt irgendwas, was da gewohnt hat, getötet. So, wieder ein Dorf gerettet. Eine gute Tat am Dach reicht. Oh, hier ist jemand gestorben beim Drachen. Ah, unlucky. Kann ich deine Pfeile haben? Die brauchst du ja nicht mehr. Ich bin mal so frei, sein Zeug wieder zu verwerten. Oh, hallo Simba. Ja. Was ist denn Simba? Oh, da kommt auch noch Odin angerannt. Odin wird man im Hintergrund, glaube ich, niemals hören. Weil er der ruhigere von beiden. Du sollst nicht immer jedes Feld, was du findest, aufsammeln, Odin. Katzen. Ich weiß, das ist ein bisschen deren Instinkt und so, ne? Aber. Katzen. Ich vergesse manchmal mal das so, genau. Ich wollte das hier ausrüsten. Weil das einfach fancy ausschaut. Und ich wollte schauen, ob das Schild besser ist. Ach, das ist nicht besser. Die Katzencam muss her. Ja, irgendwann, wenn ich das Geld habe. Ich habe dir auch einen coolen Stab gegeben, oder? Können wir beide stolz drauf sein. Jetzt müssen wir aber immer noch den Typ finden. Trinken auf jeden Fall nochmal was. Kann nicht schaden. Ist die Frage, wo der ist, ne? Ist das hier das Inn? Nein, da waren wir noch nicht drin. Wir wissen nicht, was wir da öffnen. Da hinten ist auch noch so ein Random Haus. Da steht ein Argonia. Ne, ein Kashid. Hallo! If there are 500 steps to each marker, then maybe... Ugh, this is pointless. Taraki cannot rely on shortcuts. Taraki heißt dieses Wesen. Oh, Katze. Macht Sachen kaputt. Any interesting news or rumors? Oh, you made Taraki lose count again. Oh. Yes? Is there anything I can help you with? Yes, perhaps you can. There is something foul afoot, friend. Taraki can smell the stench of betrayal in the air. Oh, that's just Miss Temba. She has her own special mask, best to ignore. What do you smell, Scomald? It's not in the air, but on your breath. Oh, that's Wilhelm. We've all complained about that. Too bad he owns the place. There are many strange aromas in this town. But that is not what Taraki speaks of. It is High Hrothgar and the conspiracy of the 7,000 steps. Is that a conspiracy? Perhaps it would be best if you explain your dilemma in detail. Taraki talks of the steps to High Hrothgar. Many travelers come to walk the pilgrimage of the 7,000 steps. Yet Taraki
finds that number peculiar. Do you not find it odd that the number is so round? Was the path altered to match the myth? Are the steps not all the same size? I have found it difficult to believe, based on my calculations, that there can be any more than 6,972 steps. Oh. I don't know, I never thought about it, to be honest. Even if it were so, no one has the time to count steps one by one. Ah, which is precisely what makes it so ingenious. If it were only 100 steps, they could never get away with it. The fact that the number is so impossibly high makes it so that no one can question its merit. The steps must be counted one by one. It is the only way anyone can be sure. Oh, was ein interesting Kajit. You're out of your mind if you think I'm going to count the steps for you. I count the steps, but it will cost you. I just don't see what the big deal is. It's still a lot of steps. Giving your trust isn't hard. If they break it, you just break them. Why is the number of steps so important to you? It is about trust. You see, Daraki did not come to Skyrim alone. His childhood friend Adanya was by his side. Adanya had heard Khajiit caravans were thriving here. She begged Daraki to come with her. Adanya had promised Daraki that she would never leave his side. Oh no. She vowed that she would never leave him alone in this cold, terrible place. But that was a lie. We had come through the gate to the south from Cyrodiil. We followed the road north when we were ambushed by bandits. There were so many of them. Daraki did not know what to do. That is when Adanya did a terrible thing. She pushed Daraki into the trees, threw herself at the bandits, and Daraki... He saw her die. Oh no! And all he could do, all he did, was run. Oh. Du kannst die Trauer hören und sehen. That's terrible. I'm sorry for your loss. Adanya didn't betray you. She saved your life. No. She lied to Daraki. She broke her promise, and now... Now he knows better. He will not fall for the lie a second time. Oh, Daraki. Oh, was ein trauriger Fellow. Hall of Keen, okay. Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something. In the old fort near Riften. Might consider joining up myself. Oh, okay. Interessant, interessant. Hallo, Odin. Welcome to the Villamir Inn. If there's anything I can get you, just let me know. Odin ist manchmal so flauschig. Hm. Jetzt müssen wir noch den Typ finden, mit dem wir gesprochen hatten. Aber es ist keiner von denen hier auf jeden Fall. Sitzt der hier? Nein. Wo ist denn der Mann, für den wir die Ressourcen hochgebracht haben? You should think about staying the night. Na, ich will hier nicht bleiben über Nacht. Ich möchte nur Bescheid geben, dass ich das Zeug weggebracht habe. Mead and Mead must ever make way for the Clash of Steel, the Song of Battle. Okay. Und der scheint nicht da zu sein. Na gut, dann gehen wir wieder. Ja, wo ist der denn? Das weiß ich auch nicht.
Irgendwelche Sachen sind kaputt gegangen im Hintergrund. Ich weiß auch nicht, wo der ist. Aber wenn ich den jetzt nicht finde, gehe ich ja dann. Dann bleibt er auf ewig im Unwissen, ob sein Essen oben abgegeben wurde oder nicht. Ah, du bist dieser Bosma. Siehst du, wir sind circa gleich groß. Waldelfen halt. Da hinten passieren kuriose Dinge. Hallo. Kann man ihnen helfen? Oh, ihr habt sogar einen Hund. Hallo. Na? Traveler, are you by chance in need of a companion? I'm in need of a capable mage and an even more capable cook. I would be honored to have me? You. No, you dunce. I wasn't talking about me. I was talking about the dog. Oh, you're this böse. The dog? Fine, come dog, I will teach you to fetch things you never dreamed possible. The dog is a good boy and you are a bad egg for despising it. Fine, ich sag einfach, ich nehme ihn. That's not a smart move, considering the dog's pedigree. It's no doubt the latest in a grand line of imbeciles with more urine than sense. But don't let me dissuade you. I'm sure you'll have considerable success teaching it to fetch your slippers in the morning. Of course, good luck teaching it not to soil them first. The dog doesn't seem to want to part from your company. Yes, it fails to grasp that I want to murder it. Funny, because that's all I ever think about. Oh, I guess it's true what they say. Tamriel would be a much better place if we could all be the kind of people the dogs think we are. Does the dog have a name? How should I know? It doesn't respond to imbecile, and I can't think of a more appropriate name. So for now, I've resorted to calling it Dog. You could always give him a name, something not like Dogvir. You sound like a Duri. She suggested we named it Barkrenzia or something childish like that. At least Avruz offered a male name. She suggested we name the foul mutt Cinderion. She must have really hated the alchemist. If she leaves his legacy in the mouth of this slobbering beast. Dann nehme ich ihn mit, ne? Alright then. Bist du jetzt meiner? Kommst du mit? What is it? Ich will dich mitnehmen. Schade. You hear that? I swear there's something out there in the dark. Psst, sag das nicht. Hier sind immer ganz viele komische Sachen in der Dunkelheit. Sprich sie an und sie kommen noch näher. Bin gespannt, aber ich glaube, der Hund folgt mir. Nee. Der wird bei der Dame bleiben, die ihn nicht leiden kann. Ja, schwarzes Wasser in der Nacht. Oh, wie bist du denn gestorben? Okay, wir haben zwei und wo ist der dritte? Da ist der dritte. Sehr gut. Schade, der Hund kommt wirklich nicht mit. Finde ich ein bisschen tragisch, muss ich zugeben. Auf Windcolor passt. Okay, okay. Ah! Ich höre Sachen. Hello? Ich
Ich habe links von mir was brüllen gehört. Und eine Schlange höre ich auch. Die hat's noch gesagt, ne? Da hinten läuft, schlängelt die Schlange. Oh Gott, es ist mehr als eine Schlange. Und fucking riesiger, lauter Bär. Oh, da schauen wir nicht hin, der Bär hat keinen Kopf mehr. Das ist alles nur, weil sie vorhin gesagt hat, dass irgendwas in der Dunkelheit lauert. Ich sag's euch, es hat keinen anderen Grund. Hello? Ja, hello. Immer in die Nacht hinausrufen, hello, wenn du irgendwas hörst. Das ist eine gute Idee. Wie du siehst, kann sowas nicht schief gehen. Ich habe auch überhaupt keine Bedenken, hier lang zu gehen oder so. Hier liegt ein Fox. Warum hat jemand einen Fuchs getötet? Wir müssen genau Richtung Right Run. Das heißt dort lang. Alles klar, dann gehen wir mal Richtung Right Run. Ich höre schon wieder eine Schlange. Ich sehe eine Schlange. Es ist voll lustig, dass man die mit dem Schild wegbashen kann. Aber es macht Sinn, dass es hier im Wald ein paar Schlangen gibt. Ist nicht so abwegig. Was haben wir hier? Helgen. Oh Gott. Was war das für ein Geräusch? Wollen wir das wissen? Ich glaube nicht. Ich mach mal kurz das Licht an. Right run, wir müssen... Ach da, haha. Spinne. Obwohl, Spinnen dürften uns nicht angreifen, richtig? Wir sind doch Freunde mit Spinnen. Genau, wir sind befreundet mit Spinnen. Ah. Mein Herz. Will das wissen, Strix? Wir haben es rausgefunden. Es war eine Frost Spider. Eine Spinne. Das, was du so gut leiden kannst. Haben wir dir damit jetzt weitergeholfen? Ja, genau. Es kommt davon, weil du das wissen wolltest. Ich weiß, das, was disgusting Geräusche macht, ist meistens eine Frost Spider. Hier ist aber auch im Dunkeln schön. Muss man schon sagen. Da ist eine Hütte. Ich speichere mal. Oh oh. Na gut, ich wollte ja eigentlich eh speichern und ausmachen. Weil ich schon wieder 2,5 Stunden jetzt Skyrim am Stream bin. So, eine Sekunde mal eben. Genau, Skyrim ist ein bisschen... Jetzt beim Speichern hat es lahmgelegt, das ist natürlich schwierig. Ich weiß nicht, wann wir zuletzt gespeichert haben. Aber ja, vielen Dank für die entspannte Unterhaltung. Freut mich, dass es entspannt und trotzdem irgendwie eine Art Unterhaltung ist. Auf jeden Fall mache ich jetzt aus. Wir haben es jetzt auch schon wieder 10 vor
10:50 tatsächlich. Und ja, ich weiß noch nicht genau, wie es die Woche weitergeht, weil ich nicht weiß, wie viele Stunden ich noch abbummeln muss. Aber ich meine, ihr kriegt ja eh die Benachrichtigung, wenn ich früh streamen sollte. Also solange ich jetzt noch meine Stunden abbumme, werde ich halt weiter so streamen. Dieses zweigeteilte, 3 Stunden Guild Wars und dann 2,5 bis 3 Stunden Skyrim, je nachdem. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Und danke fürs Vorbeischauen. Bye bye.